Also wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen dem, was du einem Spieler mitteilst und wie du im Stuff redest, weil du musst jeden Spieler individuell anders abholen. Was ist der krasseste Unterschied generell mal erste zu zweiter Liga? Was würdest du sagen? Dann war Marvin Plattenhardt auf einmal Wingback, dann war er defensiver Verteidiger und du kriegst ja überhaupt keinen Rhythmus rein. Auch wieder ein Hertha-Beispiel. Sandro Schwarz war zum Beispiel richtig schlecht im Ingame-Coaching. Und das ist ja, da können wir auch wieder zu Hertha zurückgehen. Das ist aber genau das, was die Hertha in der neuen Saison erwartet. Es ist ähnlich wie beim HSV seit 5 Jahren. Da brennt jeder auf das Spiel, jeder einzelne Verein wird denken, boah, geil, Ja. Olympiastadion. Da gibt es Spieler, Ganz die haben das früher nur auf herzlich, der dein PlayStation, Michael wenn sie im Gebhardt. Karrieremodus das DFB-Pokalfinale gespielt haben, dann waren sie mal im Olympiastadion. Jetzt spielen sie da. Die Mannschaft wird brennen, die werden sich erstmal hinten reinstellen und Hertha muss dann schon schauen, dass die zur neuen Saison ein bisschen was mit dem Ball anfangen können. So, jetzt sieht man dich, mein Lieber. Grüß Man dich, sieht schön, dass du mich. da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann. Ja, sehr, sehr cool, ey. Also ich freue mich wirklich. Wir hatten gerade so eingestellt und so bei Discord und sind direkt so ins Quatschen gekommen, auch als wir telefoniert haben. Da hätte man gleich 2 Stunden reden können. Das ist immer so, wenn sich zwei Leute irgendwie über Fußball unterhalten, da kannst du eigentlich gar nicht mehr aufhören. Deswegen freue ich mich übelst auf den Talk und habe mich auch sehr, sehr gefreut. Das ist ja eigentlich voll lustig gewesen. Wie wir uns zusammengefunden haben, weil ich habe ja auf Adbroski reagiert, wo du da warst. Und ich, da kann, also komm, bei der, was bei Hertha abgelaufen ist, ich weiß ja, worauf ich mich einstelle, wenn ich auf so ein Video reagiere. Und es ist ja auch zum großen Teil gerechtfertigt. Aber man war mir dann schon ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen populistisch, aber es war mir schon ein bisschen zu bei manchen, um so Klatscher abzuholen. Und dann kamst du halt, und das fand, habe ich ja in dem Video da auch gesagt oder in der Reaction auch gesagt, fand ich voll cool, wie du das so sachlich einfach analysiert hast. Und ich weiß gar nicht, wie du das dann gesehen hast. Dann hast du es ja zufällig gesehen und dann haben wir uns connected, ne? Ja, tatsächlich. Mir wurde die Reaction von dir zugeschickt und ich finde es dann immer respektvoll, sich dann dafür zu bedanken. Ich habe mich dann da ganz artig bei dir bedankt für eine coole Reaktion, weil man muss dazu sagen, das, was ich mache oder generell diese Analyse-Sache, die stößt bei vielen ja Ganz auf taube Ohren, herzlich, dein beziehungsweise da gibt es dann Michael viel Gegenwind dafür Gebhardt. und ich freue mich immer, wenn man da sachliches und positives Feedback bekommt. Und dementsprechend haben wir uns dann darüber connected und ja. Bis jetzt gut verstanden, würde ich sagen. Bis jetzt ja. Und nee, und ich freue mich, dass wir heute echt mal ein bisschen detaillierter auch über die Hertha sprechen können. Generell über Fußball ist ja aktuell viel los. Ja, und so ist das hier heute zustande gekommen. Man sieht dich doppelt. Man sieht mich doppelt? Ja, weil wir dieselbe Cap aufhaben, glaube ich, ne? Ach so, okay, verstehe, verstehe. Okay, alles gut. Alles gut. Vielleicht hat der ein oder andere auch einfach einen Gin Tonic zu viel drin. Ich habe eigentlich gehört, man sieht dann doppelt und man hört nicht doppelt, aber so geht's auch. Ja, ey, erzähl erstmal ein bisschen was von dir. Stell dich einfach am besten mal selber vor. Was machst du so? Natürlich in dem Rahmen, wie du es erzählen willst. Was machst du so und wie bist du dazu gekommen, Fußballanalyst zu werden? Ja, ich bin ehrlicherweise schon relativ lange auch beruflich im Fußball unterwegs, jetzt nicht auf Bundesliga-Ebene. Das ist jetzt seit dem Sommer so. Und ich bin eigentlich ein Kind der Kurve. Also ich bin selber eigentlich Kurvengänger, Stehplatzgänger, habe aber dann ein grundlegendes Interesse irgendwann dahingehend entwickelt, mich mit Fußball ein bisschen tiefergehender zu befassen, zu verstehen, was auf dem Platz passiert. Und dann hat sich so das eine in das andere gefügt und viel gelesen, noch mehr Fußball geguckt. Und ja, jetzt bin ich Fußballanalyst. Die meisten kennen mich mit Sicherheit von Twitter. Ich war bei Gamer Brother, war ich auch in der Show. Bei Simon hat vielleicht auch der ein oder andere gesehen. Und ja, jetzt bin ich hier und habe die Ehre, mit dir über Fußball zu sprechen. Was ich immer, ich habe mich öfter mal mit so Profis unterhalten und teilweise auch Ex-Profis, so, aber privat, ne? Und die haben mir dann mal so erzählt, das würde ich mal gerne aus deiner Sicht wissen, die haben mir so erzählt,
ich meinte immer so, ey, was haltet ihr jetzt davon, wenn ihr so einen Trainer habt, der da mit den ganzen Fachbegriffen um sich wirft und hier noch das und das zeigt? Wie krass setzt man das wirklich 1:1 um oder spielt man dann doch eher nach Gefühl, natürlich nach auch gewissen taktischen Anweisungen, aber so in die Tiefe? Mhm. Und da meinten viele, ey, manche Sachen sind auch einfach wirklich nur, das ist einfach nur ein neuer Begriff für was, was man sowieso im Amateurfußball oder im Jugendbereich auch nicht groß anders gemacht hat. Das ist einfach nur teilweise verkomplexisiert. Das würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Ist es wirklich so? Aber wenn ich mir deine Analysen zum Beispiel anschaue, ist es ja schon sehr detailliert. Also wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen dem, was du einem Spieler mitteilst und wie du im Staff redest, weil du musst jeden Spieler individuell anders abholen. Im Staff und vor allen Dingen unter Analytikern ist es schon so, dass es Fachbegriffe gibt oder gewisse Beschreibungen für Positionen, die dann in die Richtung gehen, dass es so ein bisschen Korinthen-Kacker-mäßig ist. Da nehme ich mich auch nicht von aus, aber das kannst du halt einem Spieler nicht so verkaufen, weil das ist halt, Fußball an sich ist wie Rasenschaft. Das ist, du ganz verschiebst da so viel hin und her, du hast für x verschiedene Momente im Spiel eine Herangehensweise und du musst es einem Spieler so simpel wie möglich verklickern. Also das ist wirklich immer unterschiedlich, wen du da vor dir hast, mit wem du zusammenarbeitest, aber das Wichtigste ist, dass du Dinge nicht verkomplizierst in der Arbeit mit einem Team, weil ich glaube, es gibt x Beispiele im Fußball von Trainern. Ich nehme jetzt mal einfach, ich werfe mal Robert Klaus rein, da gibt es ja diese berüchtigte Pressekonferenz, wo er dann da so ein paar Fachbegriffen um sich geworfen hat. Wenn du das dem Spieler so erklärst, dann kommt auf dem Platz nichts bei rum. Ja, das habe ich mich sowieso. Du hast ja nicht nur die Barriere, also nicht jeder hat ja von den Spielern dann automatisch auch dieses taktische Wissen, vielleicht das Gefühl teilweise dafür, wenn man es ihm einfach erklärt, aber der hat ja keinen Trainerschein gemacht. Noch viel schwieriger ist es ja, wenn du die Sprachbarriere dann noch dazwischen hast. Ne? Also da wird ja auch viel mit Zeigen wahrscheinlich sein. Von wem ist das die Aufgabe, das so einfach wie möglich zu erklären? Das muss dann der Trainer eigentlich hinkriegen, oder? Ja, da kann ich direkt mal was zu Hertha erzählen. Das ist ein. Wann war Teil von Korko Trainer? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Da habe ich mit ihm gesprochen. Da war das Hertha-Team, ich sage mal, so zusammengestellt, dass nicht jeder der deutschen und englischen Sprache mächtig ist. Und er hat dann damals immer nur gesagt: Ja, das ist fast unmöglich. Also, du versuchst das wirklich mit Händen und Füßen, aber so richtig eine Erklärung kommt da nicht bei rum. Aber eine vernünftige Erklärung kommt da nicht bei rum. Und am Ende des Tages ist es schon die Aufgabe vom Trainer, Dinge auf dem Platz zu vermitteln. Aber der Kader muss es am Ende natürlich auch annehmen. Das ist ja auch so ein springender Punkt. Wir geben immer nur Vorschläge. Ja, aber das ist krass, dass du jetzt das auf Hertha auch beziehst. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, dafür wurde er dann auch voll oft so kritisiert, wo ich mir so dachte, ey, wollt ihr den jetzt wirklich dafür kritisieren? Wo Paul Dardai so meinte, ja, du brauchst mehr Spieler, die dir der deutschen Sprache mächtig sind, wo er so teilweise auch von manchen Leuten so voll in die falsche Ecke geschoben wurde. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn du wirklich nicht nur ein funktionierendes Team, das kriegst du vielleicht noch hin, dass du dich verstehst. Auch da bilden sich ja immer so Grüppchen, merkst du ja oft Leute, die gleiche Sprache sprechen, Franzosen, Belgier und so weiter. War das zum Beispiel bei Hertha der Fall. Aber gerade bei diesen taktischen Sachen, das ist doch immens von Vorteil, wenn die der Sprache mächtig sind. 100%, weil man darf nicht vergessen, dass Fußball an sich, einfach Fußball zu spielen, ist das Schwerste, was es gibt. Ich sag's mal so, weil wirklich Abläufe auf dem Platz müssen mega detailliert sein, sind meistens super komplex. Du musst auf alle Situationen vorbereitet sein und eine vernünftige Vorbereitung, dass du wirklich von A bis Z alles durchgeplant hast, jeder Spieler weiß, was er zu tun und zu lassen hat auf dem Platz. Vor allen Dingen dann, wenn du in einer Situation bist, wo du um den Klassenerhalt kämpfst, ist halt unfassbar wichtig. Und das sind halt auch so Kleinigkeiten, wenn ein Großteil der deutschen Sprache nicht mächtig ist und dann dazu der englischen auch nicht, dann ist es quasi fast unmöglich. Dann hast du echt, also übertrieben gesagt, einen Blindgänger auf dem Platz. Ja, dann kannst du einfach nur noch mit Händen zeigen, an der Taktiktafel vielleicht noch ein paar Sachen und das war's dann auch. Ja, genau. Also da bist du dann an der Tafel, versuchst nochmal so ein bisschen mit Händen und Füßen zu erklären, hast vielleicht noch einen Dolmetscher. Aber da, es geht ja auch am Ende darum, als Trainer musst du ja den Spieler auch irgendwie packen. Ne? Also kein Spieler, wenn du Profis fragst, kein Spieler hat Bock darauf, sich detailliert mit Taktik auseinanderzusetzen. Also da brauchst du echt so einen wie Ilkay Gündogan, der da voll der Freak in Anführungszeichen ist, der sich dafür interessiert, aber der Großteil sagt, ey, pack auf, ich habe da keine Lust drauf.
mich mit Taktik detailliert zu befassen, ist halt mein Job. Ich muss es machen. Und du musst die Spieler halt anzünden auch. Du musst denen zeigen, warum das wichtig ist. Und selbst wenn du einen Dolmetscher hast, ey, wie soll der Trainer oder der Dolmetscher den dann anzünden, dass es wirklich richtig ist? Ja, safe. Und da finde ich, zumindest von außen betrachtet, das kannst du vielleicht sogar noch besser dann beurteilen, siehst du dann halt immer den Unterschied, ja, es kann einen geben, der ist in der Theorie und in seinem Kopf optimal, aber der erzielt trotzdem nicht die krassen Ergebnisse. Ich will jetzt nicht schon teilweise wieder Namen nennen, aber wie du es vorhin beschrieben hast, ich meine jetzt nicht Klaus damit, aber die können dir dann alles in Interviews und auf PKs super erklären. Das Problem ist nur, anscheinend kriegen sie diese Transition, es einfach dem Spieler zu erklären, nicht hin. Die sind wahrscheinlich fachlich richtig gut, aber die kriegen es nicht übermittelt. Plus diesen Effekt, den du gerade gesagt hast, dieses Motivieren, dass die dafür brennen, das ist ja noch viel, viel mehr wert. Der Kopf spielt so viel mit im Fußball. Aber klar, das ist, finde ich, fast manchmal entscheidender. 100%. Also Fußball ist am Ende auch immer eine Kopfsache. Also du musst Dinge verstehen und umsetzen können, super wichtig. Und du musst als Trainer neben einem fachlichen einfach auch die Fähigkeit mitbringen, wie du schon gesagt hast, Dinge verständlich zu erklären. Und du kannst, und das ist auch wieder so der Punkt Lizenz, du kannst der beste Trainer sein. Du kannst eine 1-0er-Lizenz gemacht haben. Ich werfe jetzt mal Domenico Tedesco in den Raum. Und du kriegst es nicht auf den Rasen. Das hast du ja bei, viele werden sich die Spiele nicht angeguckt haben, weil es RB Leipzig ist. Aber wer sich Leipzig unter Tedesco angeguckt hat, der hat gesehen, der kriegt das bei seinen Spielern nicht in die Köpfe rein. Und das ist halt so ein super springender Punkt, was dann den guten von einem richtig, richtig guten Trainer nochmal unterscheidet, dass er dieses taktisch komplizierte Gebilde, was er eigentlich vorhat, dann eben nochmal simpel auf eine Mannschaft projizieren kann und das dann eben auch greift. Deswegen ist Pep Guardiola so erfolgreich. Das wollte ich gerade, den wollte ich gerade da nehmen, wenn du so von einem ausgehst, der wirklich erfolgreich ist und als absolutes Taktikgenie gilt, dann ist es auf jeden Fall auch Guardiola. Und dann siehst du halt aber auch mal Spiele wie letztes Jahr, wo sie in der Champions League rausgeflogen sind, wo es dann halt auch ab und an mal nicht aufgeht, ne? Und dann wird er sich Genau. wahrscheinlich selber hinterfragt haben, okay, wie machen wir das nächstes Jahr? Ich mache jetzt nicht wieder irgendwelche Abänderungen, was für die Spieler ja auch jedes Mal eine Umstellung ist, weil am Ende am einfachsten sind natürlich immer Automatismen. Du musst dich auf den Gegner einstellen, aber wenn du zu viel änderst, kann es halt auch für eine der besten Mannschaften der Welt schwierig werden, ne? Egal wie gut du es auch Ja. kommunizieren kannst. Und am Ende des Tages musst du dir so vorstellen, du hast halt wirklich, du bereitest dich die ganze Woche auf einen Gegner vor und irgendwann hast du halt klare Abläufe und du wirst immer einen Trainer haben oder einen Gegner haben, der dich irgendwo liest. Und Guardiola, das ist so nochmal der Unterschied, es ist halt krass, das sind so Nuancen, die er da manchmal im Spiel verändert, aber die sind so krass da drin, ein Spiel zu lesen und auch Gegner so zu lesen innerhalb von dem Spiel, dass es funktioniert. Zum Beispiel, auch wieder ein härter Beispiel, Sandro Schwarz war zum Beispiel richtig schlecht im Ingame-Coaching. Der war Ja, grottenschlecht im Ingame-Coaching. ey, danke. Ja, erzähl mal, was du Es dazu ist, sagen willst. das ist so die höchste Stufe im Trainerdasein, das Spiel in diesen 90 Minuten zu verändern. Und das ist halt auch so eine Sache, wo Sandro Schwarz dran gescheitert ist. Ich halte super viel von ihm und ich glaube, wenn Hertha in einem ruhigeren Fahrwasser gewesen wäre in der Saison, dann wäre das auch der richtige Trainer gewesen. Aber ich habe jetzt so ganz krass das Schalke-Spiel in Erinnerung auf Schalke, wo ich das Pressingverhalten war grottenschlecht im Ballbesitz, hat Schalke die komplett gelesen und da erwarte ich dann halt von einem richtig guten Trainer, dass er innerhalb dieses Spiels von mir aus schon nach 5 Minuten sagt, ey, das funktioniert nicht, wir stellen um. Und Ja, daran ist er dann am Ende auch so ein bisschen gescheitert. das ist ein sehr gutes Beispiel und das war nicht das einzige. Das war dann schon mal, wie soll ich, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Spiel gegen Frankfurt in Frankfurt. Ich glaube, da haben wir 3-0 verloren. Das war dann schon so das Höchste der Gefühle, dass er dann mal in der Pause zumindest mal die Formation umgestellt hat. Aber das ist echt mir auch krass aufgefallen. Cooles Beispiel von dir. Vor allem ist es schön, dann auch mal von jemandem zu hören, der das wirklich auch beruflich Ganz macht. Da herzlich, fühlt man sich dann dein manchmal so ein bisschen Michael bestätigt, wenn man Petro. das immer so sagt und dann alle immer nur so sagen, ja gut, das ist auch todesschwer. Ist auch todesschwer in einem Spiel. Ne, du hast sonst die ganze Woche dafür Zeit und dann musst du deine komplette Taktik, die du vielleicht vorbereitet hast, schnell umstellen und das noch kommunizieren. Aber Ja, da, aber das ist wichtig, du ja. musst es machen. Du musst es machen, weil das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor, warum die Hertha am Ende mit einem Kader. Ich habe ganz lange bei dem Kader in der letzten Saison gesagt, die Hertha steigt niemals im Leben ab. Ich war ganz häufig
in Streams eingeladen, wo ich gefragt wurde, ja, wer steigt denn ab? Habe ich immer gesagt, niemals Hertha, weil der Kader eigentlich nominell zu gut ist. Aber das sind diese Nuancen neben allem, was neben dem Platz passiert. Das möchte ich nicht bewerten, weil da bin ich eigentlich zu weit weg. Aber das sind so Nuancen, die der Hertha auch einfach rein taktisch das Genick gebrochen haben. Fernab davon, dass natürlich bei vielen Spielern auch diese Basics nicht vorhanden Ja, waren, was Altbauer Leidenschaft für den Verein. Verein angeht. Aber es ist nun mal so im Sport, wenn du vielleicht auf einer Position so ein Vakuum hast an Mentalität, Ehrgeiz, dann muss dieses gesamte Konstrukt das auffangen. Und wenn du als Trainer nicht in der Lage bist, in den 90 Minuten das Konstrukt so zu verändern, dass es in sich greift und vielleicht diesen einen Spieler auffängt, dann steigst du halt ab. Und das ist auf lange Sicht gesehen genau das, was der Hertha gefehlt hat, was Sandro Schwarz gefehlt hat, was aber nicht heißt, dass er ein schlechter Trainer ist. Nee, muss es auch nicht heißen. Altbauer Aber Verein. daran sieht man ja dann, für meine Begriffe noch mal mehr bestätigt, auch wenn du das jetzt so sagst, ich sehe das ja sowieso so aus meiner Fansicht, aber dass man sich dann hätte früher von ihm trennen müssen, weil du siehst ja dann irgendwann, das kriegt er taktisch nicht hin und das wird aber noch entscheidend sein. Hinzu kommen, wie gesagt, was du gesagt hast, ganz, ganz viele andere Faktoren, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, auch von der Motivation her, hat der Paul Dardai selber gesagt, er hat noch nie eine Mannschaft mit so wenig Siegeswille gesehen. Aber was ich mich da auch frage, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch das im Game-Coaching, aber auch das davor, das ist ja nun mal das, was du auch beruflich machst. Da fragt man sich immer, gut, du kannst auch nicht für alles den Trainer verantwortlich machen, gerade bei individuellen Fehlern, aber ich mache das so aus meiner Fansicht. Ich mache vor jedem Spiel so, wo liegen die Stärken und vielleicht die Schwächen von dem Gegner? Gucke ich mir einfach so ein bisschen an aus den Spielen, die ich gesehen habe und ein paar Statistiken gucke ich mir an. Und wenn du dann so siehst, dass es einfach schon die ersten Viertelstunde das einfach nicht ansatzweise unterbunden wird oder schon von der Taktik her darauf hinausläuft, ey, wir wissen doch alle, als Beispiel jetzt, wir wissen doch alle, wie Köln spielt. Wie kann ich da nicht alles dafür tun, um die Flanken zu verhindern? Und die haben gefühlt gegen uns noch doppelt so viel geflankt wie in jedem anderen Spiel, jetzt übertrieben Das dargestellt. war Sowas das, frage das ich mich dann Köln-Spiel war immer. krass. Das Köln-Spiel war echt krass. Ich habe das für mich selber tatsächlich komplett analysiert und das war ja auch in allen Belangen einfach ein Fehler. Ich kann mich erinnern, dass in Köln hat zum Beispiel Dardai auf der 6 gespielt, wenn ich mich nicht irre. Das war ein komplettes Mismatch. Also was habe ich nicht gesehen, lange nicht gesehen. Da tut man dem Jungen dann auch keinen Gefallen mit. Und du musst dir das so vorstellen, die Arbeit als Analytiker, du hast halt so vier Momente im Spiel, auf die es ankommt. Du hast einmal deinen eigenen Ballbesitz, du hast den Gegner im Ballbesitz und dann hast du diese Transition-Momente, wo das Spiel gerade switcht. Was passiert, wenn ich den Ball verliere? Was passiert, wenn der Gegner den Ball verliert? Und als Analytiker versuchst du zu schauen, wie reagiert der Gegner in all diesen Phasen. Es gibt noch eine fünfte Standards, aber das ist nicht mein Hauptgebiet, Hauptkriterium. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber bei allen anderen vier Phasen versuchst du halt aus allen Spielen zu gucken, was macht der Gegner. Und wichtig ist, und das war ja bei der Hertha auch so, dass du als Trainer und als Analytiker, so arbeite ich zumindest, immer noch schaust, was kann der Gegner eventuell verändern? Was hat er für individuelle Profile? Was könnte er im Spiel switchen? Weil ich hatte bei der Hertha ganz häufig das Gefühl, dass man nicht richtig auf einen Plan B vom Gegner vorbereitet war. Ich glaube, dass Sandro Schwarz und Team ganz häufig den Gegner, wie er normalerweise spielt, richtig gelesen haben, aber vor allen Dingen bei der Hertha, wo das Spiel auf ganz viele Fehlerketten zurückzuführen ist, musst du halt immer davon ausgehen, dass als Beispiel, wenn Hertha mit zwei Anläufern, also zwei Stürmern anläuft, dass dann, so war es ja gegen Schalke, der Gegner auf einmal mit drei Leuten aufbaut. Und das sind alles so Kleinigkeiten, auf die Hertha in den meisten Spielen überhaupt nicht vorbereitet war. Und das kannst du natürlich irgendwo auf einen Trainer zurückführen, aber auch auf den ganzen Staff drumherum, weil der Trainer hält den Kopf dafür hin, aber in der Analyse musst du die Woche vorher viel richtig machen, weil du gibst den Spielern unter der Woche nur eine Anleitung mit und sie müssen es dann auf dem Platz umsetzen. Und wenn sie halt auf diesen einen Plan vom Gegner nicht vorbereitet sind, dann sind Spieler, das könnt ihr mir glauben, wie kleine Kinder. Die laufen dann wirklich planlos über den Platz, wie so kleine, bockige Kinder. So ist das bei vielen. Und du musst sie wirklich auf jede Situation vorbereiten. Und das ist halt auch sowas, was die Hertha einfach nicht hinbekommen hat.
Das ist beschreibt würde auch ganz gut erklären, zum Beispiel, warum man in der Hinrunde häufig auch knapp dran war. Klar gab es dann so Spiele, wo du sagst, du bist nur noch mal knapp rangekommen, weil der Gegner so hoch geführt hat und es dann in der Natur der Sache liegt, dass sie ein bisschen nachlassen. Aber es gab halt auch viele Spiele, wo es dann immer am Ende für die Punkte nicht gereicht hat. Und das kann auch daran liegen, ne? Du hattest eigentlich einen ganz guten Plan, es hat ganz gut funktioniert, bis der Gegner dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt müssen wir was anders machen. Und darauf hast du dann halt keine Antwort mehr. Genau, und wichtig ist halt, dass man, das machen ja ganz viele Fanlager den Fehler, dass man einen Saisonstart überbewertet. Weil viele denken ja, wenn ich die ersten 3, 4, 5, 6 Spiele vernünftig spiele, dann spiele ich auch eine vernünftige Saison. Das ist der größte Trugschluss, den es gibt, weil es ist in der Bundesliga einfach so, dass vieles sich einspielen muss in diesem Wettbewerb. Und du sagst es gerade schon ganz gut, du konntest dann als Hertha häufig sehen, was hat der Gegner in der Vorbereitung gemacht, wie hat er vielleicht die ersten Spiele gespielt. Du konntest dich super darauf einstellen, weil auch bei der Hertha gab es am Anfang noch nicht so viele Schwächen. Und dann ist es natürlich für dich als Trainer und auch als Analyseteam viel, viel einfacher zu sagen, okay, so spielt der Gegner, darauf muss ich mich einstellen, so und so muss ich reagieren. Und das nimmt ja im Laufe der Saison dann zu, dass ein Gegner viel, viel facettenreicher wird. Borussia Dortmund ist das beste Beispiel unter Edin Terzic. Das war ungelogen in der Hinrunde, war BVB meiner Meinung nach unter den letzten 3, 4 Teams taktisch. Das war gruselig, grottenschlecht. Aber die haben sich halt dann im Laufe der Saison zu einer Mannschaft entwickelt, die eine ernstzunehmende Konkurrenz für die ersten 2 Plätze ist. Und deswegen ist es halt für die Hertha dann auf Strecke viel, viel, viel schwerer geworden, weil du irgendwo in diesem System stecken geblieben bist, den Anschluss verloren hast und dann kommt ja noch dazu, dass du dich als Spieler irgendwann in so einer Negativspirale befindest. Also du gehst ja sowas vom Baden, ganz herzlich, vom ganzen Mindset her. P-Punkt. Und da wieder rauszukommen, ist super, super schwierig. Ja, safe. Und du hast halt auch gemerkt, dass es natürlich auch von der Kaderzusammenstellung überhaupt kein Team war. Es gab viel zu viele Schwächen und da kam halt alles zusammen. Wir betrachten es jetzt mal heute mit dir so von der taktischen Seite. Die führt aber dann auch dazu, dass jeder Spieler immer unsicherer wird natürlich. Ne? Wenn du keine, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du keine Antwort auf den Plan B hast, dann macht jeder irgendwann seins und dann wird es immer unsicherer. Dann wird es immer verunsicherter, dann kommt der Pass nicht an, der steht wieder woanders, wo er stehen soll und dann funktioniert irgendwann gar nichts mehr. Oder der Gegner hat halt komplett die Lücken erkannt und geht jedes Mal wieder in die gleichen Lücken rein und keiner weiß, was er da ändern soll. Das ist krass. Dazu kommt ja bestes Beispiel Suat Serdar. Der hat, das ist ein, wirklich, guckt euch den, oder viele werden ihn im Training mit Sicherheit mal gesehen haben, guckt ihn euch bei Mainz an, guckt ihn euch in seinem ersten halben Jahr bei Schalke an. Das ist ein brutaler Achter. Der hätte eigentlich Anlagen, um zukünftiger Nationalspieler zu werden. Von allem, was der individuell mitbringt. Der spielt nur gegen den Abstieg. Nur. Und irgendwann verlierst du dann auch den Glauben an dich selber. Da kann dir der Trainer erzählen, was du willst. Dann funktioniert deine Rolle auf dem Platz nicht. Das Team ist in einer Negativspirale. Da kommst du irgendwann nicht mehr raus. Und das ist halt, das ist ja nicht nur Suat Serdar. Dodi Lukebakio war zwar einer der Besseren, aber wenn du den auf dem Platz gesehen hast, der hat eigentlich in keiner seiner Aktionen, vor allem im letzten Drittel, das nötige Selbstbewusstsein gehabt. Das ist ein Top-Spieler eigentlich, aber der hat in keiner einzigen Situation die hundertprozentige Überzeugung gehabt, selbst wenn er noch einer der Besseren bei Hertha war. Ich bringe das Ding jetzt zu Ende. Wie häufig war das schlampig vorm Tor? Ja. Da ist das, fast, muss man fast sagen, auch wenn davon dann immer 8 in den Himmel gehen, aber da ist eigentlich fast ein Marco Richter noch einer der Selbstbewussteren, weil der hat immer wieder mal Probleme in der Entscheidungsfindung, aber der schießt trotzdem, der geht trotzdem ins Dribbling, der versucht trotzdem den Pass zu spielen, auch wenn da häufiger eine hohe Fehlerquote bei ist, aber der hat zumindest das Selbstbewusstsein gehabt, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Ja, das ist auf jeden Fall, du brauchst solche Spieler, wen ich absolut positiv im Gedächtnis habe, bei allem, was auch negativ bei der Hertha in der letzten Saison gelaufen ist, ist zum Beispiel Lucas Toussaint. Ja, also wenn man sich halt löst von der Ablöse, die er mal gekostet hat, ist das einfach ein Spieler, der wirklich gesagt hat, okay, ey, hier läuft vielleicht gerade alles gegen uns, aber ich lasse halt mein Herz auf den Platz und du brauchst halt einfach solche Spieler, um in dem Moment aus so einer Situation wieder rauszukommen. Und das hat mir dann halt bei vielen auch einfach gefehlt. Marvin Plattenhardt, wenn ich den gesehen habe auf dem Platz, das tat weh. Was der da gespielt hat. Also das war Katastrophe.
Und das als Kapitän, aber da auch teilweise ganz eklatante Stellungsfehler, da ist dann halt wirklich immer die Frage, das wird ihm natürlich taktisch vorher so keiner erläutert haben, dass er das so machen soll. Ja. Aber teilweise so wilde Stellungsfehler in dem Alter, dass das Tempo nicht mehr da ist, alles okay, aber so eine krassen Stellungsfehler, da fragt man sich dann wirklich, woran es mangelt. Ja, aber du darfst auch eine Sache nicht vergessen, so der letzte Strohhalm von Sandro Schwarz war, dass er dann irgendwann noch angefangen hat, die ganzen Systeme immer umzustellen. Mhm. Dann hat er dann irgendwann mal mit Dreierkette gespielt, dann hat er mit Viererkette gespielt, dann war Marvin Plattenhardt auf einmal Wingback, dann war er defensiver Verteidiger und du kriegst ja überhaupt keinen Rhythmus rein. Und du musst ja als Trainer immer gucken, dass du die Mannschaft gruppentaktisch nimmst und in ein für die vorgefertigtes System reinpackst, wo alle Spieler performen können. Und du kannst alles machen, aber nicht Marvin Plattenhardt als linken Wingback spielen lassen. Also da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird in keiner einzigen Welt wird das funktionieren. In keiner Welt. Ja, und das, wenn du, ja, ist auch nicht immer alles überragend, aber das, wenn du als Ersatzmann eben als Beispiel einen Mittelstädt hättest, der diese Position ausfüllen der ist könnte. Gut. Der ist, das, ich bis heute verstehe ich nicht, der hat auch sicherlich Schwächen, der ist auch nicht perfekt in der Entscheidungsfindung, aber der hat das viel dynamischere Gesamtpaket, der ist viel dynamischer, der ist offensiv viel wuchtiger. Es war ja bei der Hertha auch einfach irgendwann so, dass die ganzen Ketten, die standen ja so weit auseinander, du hast ja Kettenabstände, weil die Verteidiger gar nicht hinterhergekommen sind, von 40, 45 Metern gehabt. Da sagt jeder Gegner in der Bundesliga Danke und freut sich darüber, dass du so eine leichte Beute bist. Und deswegen, das ist auch so der springende Punkt, warum ich sage, du hättest Pal Dardai in allen Ehren, du hättest niemals zum Beispiel einen Dardai auf die Sechs stellen dürfen, sein Sohn. Das hättest du niemals machen dürfen, alleine weil er dir gar nicht dieses Element, dieses verbindende Element reinbringt. Du bist ja gegen Köln dann auch irgendwann wie so eine Ziehharmonika komplett auseinandergegangen, hast Mann gegen Mann hinten verteidigt, warst bei jeder Flanke in Unterzahl und du brauchst halt sowohl in der Verteidigung als auch vor der Verteidigung jemanden, der das ganze Ding irgendwie zusammenhält. Und das ist nicht Lucas Toussaint, der auch, ich glaube, nicht der große Kommunikator auf dem Platz ist, der vorangegangen ist, aber nicht der 1A-Kommunikator ist. Da brauchst du wirklich jemanden, wie es Zigerzi dann gemacht hat, auch zurückrunde, der das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Am Anfang, ja, hat er das ganz gut gemacht, ja. Also ich finde ja eigentlich, Marton hat eigentlich gut, sehr gute Anlagen für einen Sechser, aber eben nicht alleine auf der Sechs. Und wie du gesagt hast, dann vielleicht neben einen, der sich wirklich komplett auf diese Defensivordnung, kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen, Defensivordnung konzentriert gegen den Ball, sodass er so ein bisschen dann eben doch die Schnittstelle zwischen Offensive und Spielaufbau sein kann. Aber wenn er dann dafür verantwortlich ist, als Vorstopper zu arbeiten, das ist einfach nicht seins. Ja. Nee, also ich finde, dass er, was das Spiel mit dem Ball angeht, ist einer der talentiertesten Spieler, die wir in Deutschland haben. Ich habe lange nicht mehr so einen talentierten Linksfuß auf der Position gesehen. Der kann ja halt das Spiel flach eröffnen. Der hat ein super Timing da drin. Wann wähle ich den langen Ball? Welche Passschärfe wähle ich? Also das ist schon wirklich super, super weit entwickelt. Nur sind das halt alles Attribute, die so ein Hertha-Spiel in dem Moment gar nicht gebraucht hat. Das ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich sage, der wird in einer neuen Saison, wo die Gegner ganz anders stehen, du wirst ja häufig auf einen tiefen Abwehrblock treffen, das ist ein Spieler, der kann dir mit seinem individuellen Profil den Unterschied machen. Und ich glaube auch, stell dir zur neuen Saison einen Dardai als alleinigen Sechser vor die Abwehr, zwei spielstarke Achter davor, weil die Gegner werden tief stehen. Ich glaube, da hat der einen riesen Mehrwert, weil der halt auch im Normalfall, wenn wir jetzt nicht von Bayern, Leverkusen, Dortmund-Niveau sprechen, hat der auch ein super Timing in geschlossenen Räumen, sprich unter Gegnerdruck. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Spieler sein wird. Und ich sehe den zur neuen Saison auf der 6, letzte Saison, vollkommene Überforderung. Okay, ja, nee, weil so sehe ich es nämlich auch ähnlich, diese Anlagen sehe ich da auch, aber das stimmt natürlich. Da wären wir ja eigentlich schon da drin, wo ich eigentlich mit dir hin wollte. Nämlich, ich meine, da hast du dich viel mit beschäftigt, zweite Liga. Was würdest du erstmal so grundlegend sagen? Das kommt natürlich auf die Mannschaften an, auf die du triffst und welche Mannschaft du bist, auf die auf den Gegner trifft, weil da werden wir uns wahrscheinlich einig sein, gegen Hertha, ob die jetzt wirklich oben mitspielen oder nicht. Aber da wird jeder alles reinwerfen. Und tendenziell werden wir jetzt die Mannschaft sein, die Lösungen in der Offensive vor allem finden muss und sich auf viele Kontersituationen wahrscheinlich einstellen kann. Was ist der krasseste Unterschied generell mal erste zu zweiter Liga? Was würdest du sagen?
Also das Tempo ist der allergrößte Unterschied. Das Spiel ist viel, viel langsamer und das Spiel ist, erzähle ich euch aber wahrscheinlich nichts Neues, ist viel, viel, viel robuster. Also es geht viel mehr. Also in der ersten Liga ist ja schon so, dass es eine Pressing-Gegen-Pressing-Liga ist, wo viel mit langen Bällen gearbeitet wird und auf die zweiten Bälle gehen. Das ist in der zweiten Liga halt noch viel, viel mehr. Du brauchst in der zweiten Liga vor allen Dingen als Hertha BSC wirst du eine super gute Konterabsicherung brauchen, weil man muss sich darauf einstellen, dass solche Teams wie Elversberg, selbst Holstein Kiel, Hannover 96, die werden erstmal ein bisschen kompakter hinten drin stehen und dann geht das in einer Tour, lange Bälle, Konter. Und du musst halt als Hertha auf jeden Fall zur neuen Saison einen ganz, ganz klaren Plan, einen ganz, ganz straighten Plan im Ballbesitz haben. Das hat man zum Beispiel bei Schalke in dem Zweitliga-Jahr gemerkt, dass die super Probleme, super große Probleme hatten, wenn der Gegner tief stand, weil die null Lösung im Ballbesitz haben. Das war ja auch der Grund, warum sie ewig lange nie so richtig um den Aufstieg mitgespielt haben. Und ich glaube, dass Hertha einen richtig guten Ballbesitz spielen muss. Und meine Gegenfrage an dich, ist Paldada der dafür der richtige Trainer? Es ist, glaube ich, immer einfach gesagt. Also ich weiß ja, was der Tenor normalerweise ist. Der ist natürlich taktisch limitiert und er ist einer, der erstmal den Bus parkt und dann guckt, was offensiv geht. So wie er es selber gesagt hat. Dann hast du da deine neuen 10 Torschüsse, aber stehst hinten erstmal richtig. So, wenn er damit rangeht, dann wäre er für mich für die zweite Liga natürlich nicht der Richtige. Also er muss sich auch natürlich erstens selbst weiterentwickelt haben, aber vor allem kommt es für mich auch eher auf die Kaderzusammenstellung an, weil er hatte häufig auch das Problem, gehen wir mal von seiner vorherigen letzten Amtszeit aus, wo ja auch Freddy Bobic ihn dann rausgeschmissen hat, weil er auch mit der Art und Weise vom Fußball nicht zufrieden war, aber wahrscheinlich auch zwischenmenschlich nicht zufrieden war. Aber kurz Aber mal da, nüchtern übrigens. ja, aber da Seht ihr hat mich er, besser? ja, perfekt, da hat er mit Darida und Serdar auf dem Flügel spielen müssen, weil alles, was halbwegs Tempo hatte, abgegeben wurde und kein Ersatz geholt wurde. Und ich finde, dann wird es dem einfach nicht gerecht. Was willst du da erwarten? Was für einen Fußball willst du mit Serdar? Ich weiß gar nicht, ob der jemals in seiner Jugend irgendwo auf dem Flügel gespielt hat. Das ist der einer der letzten, oder Darida. Der hat doch, der ist ein Dauerläufer, okay, aber das ist doch keiner, der einen Sprint ansetzt oder der über den Flügel kommen kann. Aber es Ganz gab auch keine herzlich, Alternativen nein, groß, außer Michael, Maulida, aber der war wirklich. so ein Totalausfall. Und deswegen, der muss sich auch weiterentwickeln, klar. Der normale Fußball, den wir von ihm kennen, der würde wahrscheinlich nicht, da würdest du nicht sehr weit kommen gegen eine Mannschaft, die tief steht. Was willst du da machen? Dann hast du ein, zwei Konter aus den Situationen, die du hast, und verlierst das Spiel sogar noch. Aber wenn die richtige Mannschaft da ist, dann traue ich es ihm zu. Und was du ja jetzt auch gesagt hast, es kommt ja auch aufs Team an, was er dabei hat. Wenn er derjenige ist, wo vielleicht auch taktischer Input manchmal von dem Team kommt, ob das Co-Trainer sind, Assistenztrainer oder eben auch vom Analyseteam. Und er muss es natürlich selber auch verstehen und dahinter stehen und er dann der Kommunikator ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er es kann und sich auch selber vielleicht weiterentwickelt hat. Was sagst du? Also ich gehe auf jeden Fall bei der Aussage mit, dass er jemanden an die Seite gestellt bekommen muss, der ihm dahingehend einfach ein bisschen mehr Expertise gibt. Der BVB hat das ziemlich clever gelöst. Die haben ja im Winter, als es taktisch nicht so gut lief, haben die Armin Reutershahn geholt. Das ist so ein Taktikfreak, der bei Julian Nagelsmann, Adi Hütter und wie sie nicht alle heißen, Co-Trainer war. Und fernab jetzt von der Personalie braucht aber Hertha auch so einen im Trainerteam, der zumindest Ideen hat im Ballbesitz. Weil ich finde, dass die Hertha jetzt an so einem ganz wichtigen Punkt ist, weil du hast jetzt mit Dardai einen Trainer, der auch sagt, wir möchten viele Spieler aus der eigenen Jugend wieder hochbringen. Und du musst Spielern, die aus der U19 kommen, den Übergang in den Herrenbereich jetzt möglichst leicht machen, im Sinne von ein bekanntes Spielsystem denen mit an die Hand geben. Und wenn man sich die Hertha-Jugend anguckt, muss ich euch nichts erzählen, ist eine der besten, die wir in Deutschland haben. Wenn man sich ein Hertha-Spiel anguckt, das ist viel Ballbesitz, das ist Offensivfußball, das ist nicht Busparken im Jugendbereich. Und wenn du jetzt einen Grundstein legen willst, auch taktischer Natur, mit vielen Jugendspielern, dann musst du im Herrenbereich dein Kader dahingehend auch ein bisschen anpassen. Weil so Spieler wie zum Beispiel in Gangkamp, die jetzt natürlich schon ein bisschen länger dabei sind, aber der kennt aus der Hertha-Jugend einen ganz anderen Fußball. Die haben auch selbst bei Fürth mit Stefan Leitl versucht, offensiven Fußball zu spielen.
die haben versucht, das mit dem Ball zu machen. Und du hast halt, ich lese es gerade im Chat, du hast halt Straßenkicker, offensive Jungs, die mit dabei sind, die Fußball spielen wollen. Und das muss der Trainer auch ein bisschen vorleben. Und ich glaube, dass die Hertha dahingehend jetzt in der neuen Saison das Fundament gemeinsam mit Paidada legen muss, weil Paidada ist der richtige Kommunikator dafür. Da sind wir wieder bei diesem Thema, wie kommuniziere ich das und wie nehme ich Spieler mit? Das kann ja, glaube ich, so gut wie kein anderer im Verein. Und mich würde es zum Beispiel freuen, wenn du jetzt Diego Demme zum Beispiel dazu bekommst zur neuen Saison, Safe. weil das ist genau dieser Spieler auf der 6, der dir erlaubt, Ballbesitzfußball zu spielen. Das ist der perfekte Verbindungsspieler, war witzigerweise in seiner ersten Saison Stammspieler bei Napoli, ist jetzt natürlich ein bisschen hinten dran gewesen, aber verfügt aber über eine enorme Qualität. Wenn man sich ein bisschen mit dem Spieler befasst, ist das auch ein überragender Typ, überragender Mensch für die Kabine und verlängerter Arm vom Trainer. Wenn der kommt, du Jugendspieler eingebunden bekommst, du vielleicht noch auf ein paar Positionen, auch offensiv und defensiv, eigentlich im ganzen Kader. Wenn du dadurch noch, ja, Ja, es ist ja ehrlicherweise so. es ist ja wirklich der ganze, ich habe gerade so ein bisschen in meinem Kopf überlegt, den musst du holen, eigentlich musst du überall wen holen. Ja. Aber du musst ja eigentlich überall wen holen. Aber wenn du das hinbekommst, dann glaube ich, kannst du ein stabiles Fundament schaffen, um auch in der ersten Liga dann wieder zu bestehen. Weil man stellt sich mal vor, die Hertha steigt wieder auf. Jetzt, was ja wünschenswert wäre, steigt wieder in die Bundesliga auf mit einem absoluten Defensivfußball, kannst nix mit dem Ball. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, was in 2 Jahren passiert. Dann spielst du wieder um den Abstieg mit. Du kriegst, weil das Niveau, der Unterschied erste, zweite Liga ist einfach so groß. Wenn du kein Fundament mit Ball hast, nur defensiv bist, dann spielst du sofort wieder um den Abstieg mit. Und Das ich ist, glaube, ja, ja, sorry. red weiter, sorry, ich Nee, wollte dich alles nicht gut, ich bin unterbrechen. durch. Ich bin durch, alles gut. Das ist total interessant, weil wir ja sowieso so als Ziel hatten, wir haben dann so ein für den gesamten Bereich einen Leiter Spielkonzeption und sowas alles eingestellt. Und dann hieß es auch immer, ja, wenn die Jugend muss eigentlich das System kennen, was gespielt wird, ja. Aber da muss man eben nicht von der Formation reden, sondern wirklich von der Art und Weise, wie man Fußball spielt. Was bringt es mir? Du kannst ja ein 4-4-2 offensiv oder defensiv interpretieren, wie du es gerade gesagt hast. Die spielen immer oben mit, die Jugendmannschaften, ne? In den meisten Bereichen, U19, U17. Ist geprägt von Offensivfußball und natürlich ist dann der Weg direkt in den Profikader oder meinetwegen auch über die U23, aber es ist umso schwieriger, wenn dann da, vielleicht spielt er die gleiche Formation, aber einen völlig anderen Fußball, der viel defensiv orientierter ist. Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den du da nochmal gebracht hast, der auch für Es mich ist absolut Sinn macht. auch so, dass du Fußball, du musst dich ja ein bisschen von Grundformation lösen. Das ist so der erste Schritt, dass du erstmal sagst, wie ist es per se, egal, ob ich jetzt Dreierkette, Viererkette spiele, sondern es geht einfach, es geht um die Herangehensweise, wie ist meine Statik eben in diesen 4 Phasen, ne, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit dem Ball, gegen den Ball, wie agiere ich da? Und da muss jetzt finde ich, dass das richtige Konzept mit an die Hand gegeben werden, weil ich glaube nicht, dass er der richtige Trainer ist, um zu sagen, ich etabliere jetzt ein System mit Ball. Und man darf aber bei allem nicht vergessen, was Dardai richtig gut kann, ist neben allem, was vielleicht an Ballbesitz-Input noch dazu kommt, er ist genau der richtige Mann, um zu sagen, wir haben eine vernünftige Konterabsicherung, ich bringe die Basics rein ins Spiel. Und diese Mischung, die man dann hat zwischen Dardai-Mentalität, defensive Stabilität etc. pp. Und einem Trainer, der Ballbesitzfußball etablieren kann, diese Mischung, ich glaube, dann hat Hertha ein super gutes Gerüst, um sofort wieder aufzusteigen und eben in der Bundesliga Step by Step wieder voranzukommen. Vielleicht ist es ja auch genau der Plan. Wir hatten ja immer den, wo wir immer uns lächerlich natürlich gemacht haben, so als Fans, Stürmertrainer Ibisevic. Am Ende ist es ein Offensivtrainer oder ein Assistenztrainer für die Offensive. Und er soll ja jetzt in die Jugend gehen. Vielleicht hat man ja auch genau diesen Schritt davor, dass du eben einen holst, der wirklich für die Konzeption im Ballbesitz und im Offensivspiel verantwortlich ist. Und das wäre wahrscheinlich sehr, sehr wünschenswert und gut. Da kenne ich mich aber auch im Detail nicht aus, wer da die guten Leute sind, wenn ich ehrlich bin. Hast du Ahnung von Co-Trainern und so weiter? Kennst du dich da gut aus? Oh, es geht ehrlicherweise. Also ich könnte dir jetzt wahrscheinlich auf den Punkt nicht sagen, wen Hertha da jetzt mit an die Hand oder wen Hertha damit ins Team holen sollte. Aber kannst du Ich ja habe Beispiele aber, sagen? oh, also wie gesagt, Armin Reutershahn ist richtig gut. Peter Hermann war ein richtig guter Co-Trainer als Beispiel. Du hattest, ich weiß, ich komme auf seinen Namen nicht, der war Co-Trainer von Jürgen Klopp ganz lange, der Kroate. Weißt du, wen ich meine?
Ich muss es googeln. Zlatko, vielleicht weiß es der Chat. Wenn, bestimmt weiß es einer im Chat. Aber es ist immer ein bisschen Verzögerung. Ich gucke gerade. Buvac hieß der. Buvac, der war ja, sag mal gar nichts. Ganz, ganz lange Co-Trainer. Das sind halt, das ist jetzt natürlich auf Top-Format gedacht. Pop Müller, der jetzt zu Frankfurt geht, war richtig gut. Richtig guter Co-Trainer. Also da gibt es schon viel. Ich habe aber gerade eine ganz witzige Nachricht im Chat gesehen, dass Unions Defensivfußball in der Liga funktioniert. Union spielt gar nicht so defensiv tatsächlich, viele denken. Wie würdest du die das haben halt, interpretieren? Das Ding ist, die haben das einfach perfektioniert. Also die haben ganz klare Offensivabläufe drin. Die überspielen halt, müssen wir bei Union drauf achten in der neuen Saison, die spielen zum Beispiel im Spielaufbau mit Robin Knoche auf der 6. Also der rückt dann immer aus der Innenverteidigung vor auf die 6. Die positionieren super viele Spieler in der letzten Linie. Die haben eine ganz klare Idee, welche Zielräume sie in der gegnerischen Abwehr bespielen. Die haben einen ganz klaren Plan, was passiert, wenn der Gegner hoch anläuft, was passiert, wenn der Gegner tief hinten drin steht. Die haben für jede einzelne Phase im Spiel haben die einen ganz klaren Plan. Also das ist, Union auf Defensivfußball zu reduzieren, ist ein bisschen einfach gedacht tatsächlich. Aber Wobei es ist super es ist aber unattraktiv, muss ich sagen. Ich kann es mir auch nicht angucken. Es ist halt auch so, dass sie die einfachen Sachen ziemlich gut machen. Und wie du schon sagst, es wirkt halt auch so, als ob sie auf alles vorbereitet sind. Dafür spricht ja auch, ist ja auch in diesem Jahr nicht das erste Mal, nur dieses Jahr ist es extrem krass. Dieser Wert, Expected Goals und was sie wirklich für, oder Expected Points meinetwegen auch, sie sind halt wirklich, wenn sie in Schusssituationen sind, auch wirklich eiskalt vor einem Tor, muss man sagen. Und was mir bei denen immer auffällt, aber das wird wahrscheinlich dann auch so einstudiert sein, wir sagen immer, ey, ich sag mir immer, wenn ich die Spiele angucke, wie kann es sein, da steht immer einer irgendwie richtig, wenn ein Abpraller kommt. Immer auf dem zweiten Ball. Ja, aber ja, das ist ja, halt ja. einstudiert. Ja, das ist halt richtig krass. Die haben, das ist ja genau das, was ich sage. Die wissen in jedem Moment des Spiels, wissen die genau, was zu tun ist. Die wissen zum Beispiel, wenn der Gegner mit nur einem Stürmer anläuft, dann schiebt Robin Knoche vor auf die 6. Wenn der Gegner dann nachrückt, dann schieben die vorne so zu, dass die bei einem langen Ball direkt diesen Zielraum hinter der Abwehr bespielen können. Die können, wenn der Gegner stark im Ballbesitz ist, dann lassen die sich kompakt hinten reinfallen. Die haben zum Beispiel Freiburg oder auch Gladbach, haben die komplett aufgefressen, phasenweise, mit hohem Pressing und auch im Ballbesitz. Und das ist halt diese Mischung aus allem. Aber ich gebe den Leuten recht, wenn sie sagen, Union spielt unattraktiv, weil sie halt viel über Kompaktheit und Mannschaftsgeschlossenheit kommen, so will ich es mal nennen. Und es ist halt langweilig, weil es jetzt einfach auch dahingehend ergebnisorientiert ist. Aber es funktioniert in der Bundesliga. Und es ist für mich weniger eine Kritik an Union, sondern primär auch an den Verein in der Bundesliga. Es gibt ja keinen Verein, der es bespielen kann. Ja. Es gab keinen einzigen Verein, der im Ballbesitz Ideen hatte, wie sie dieses kompakte Union-Mittelfeld bespielen. Keine einzige. Wobei Union auch tatsächlich echt Schwierigkeiten teilweise bekommen hat mit Gegnern, die das Spiel nicht machen wollten. Das muss man sagen, das hast du ja auch ganz klar gesehen. Mhm. Man kam sich da, jetzt kann uns Union mal helfen. Aber immer gegen diese Gegner, die hinten drin standen, sowohl tabellarisch als auch vom Spielstil her, haben sie oft keine Lösung gefunden. Es sei denn, durch ihre Standardstärke, die halt auch nochmal gegeben war, muss man sagen, gute Standardschützen, sehr, sehr kopfballstarke, sehr, sehr kopfballstarke Spieler. Aber da haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Und da gab es ja etliche Beispiele. Ja, aber weil sie auch, die sind ja auch clever, die mussten ja nicht. Also keiner hat von Union Berlin erwartet, dass sie jetzt das Spiel in die Hand nehmen. Ne? Also dass sie jetzt wirklich die nächste Stufe zünden in dieser Saison. Ich bin mir sicher, dass es unter Urs Fischer nochmal kommen wird. Aber sie waren ja gar nicht unter Zugzwang. Ja. Die standen irgendwann nach 10 Spielen, waren die, glaube ich, mal Erster eine Zeit lang. Weil die waren irgendwann auf jeden Fall mal am Anfang der Saison Erster, da hat keine Sau mit gerechnet. Und danach haben die sich auch gedacht, okay, ey, wenn der Gegner nicht mitspielen will, dann machen wir es auch nicht. Ja. Und sie also haben bevor, halt. Ja. Es ist halt diese Risikoabwägung, ne? Also gehe ich jetzt zum Beispiel gegen ein Team, was unten drin steht, gehe ich da jetzt voll auf Ballbesitz, fange mir 5 Konter und verliere das Spiel 1-0 oder nehme ich halt das 0-0 mit, weil ich steige dieses Jahr sowieso nicht ab. Ja, und sie haben natürlich auch von, wenn du dann von anderen Faktoren sprichst, wie dem Umfeld und der Erwartungshaltung,
da hatten sie ja nie diesen Druck verspürt. Vielleicht ganz am Ende, wo es dann wirklich darum ging, die Champions League zu holen. Und da haben sie es dann ausgezeichnet, gut, wie du es ja gesagt hast, gegen Freiburg unter anderem gemacht, wo es dann wirklich um alles eigentlich ging, auch in diesem Spiel. Haben die ja auch 4-0 geführt, glaube ich, zur Halbzeit, ne? Ja, das ist krass, aber es ist auch, wie gesagt, krass, dass in der Bundesliga so wenig Lösungen gerade von den Top-Mannschaften dagegen gefunden werden. Ja, aber es ist auch, man muss es einfach mal so sagen, einen defensiven Abwehrblock zu bespielen, das ist das Ekelhafteste, was es gibt. Also die Königsklasse im Fußball ist Ballbesitz im letzten Drittel und vor allen Dingen gegen kompakte Abwehrblöcke sich Chancen zu erarbeiten. Und das ist ja, da können wir auch wieder zu Hertha zurückgehen, das ist aber genau das, was die Hertha in der neuen Saison erwartet. Es ist ähnlich wie beim HSV seit 5 Jahren. Da brennt jeder auf das Spiel, jeder einzelne Verein wird denken, boah geil, Olympiastadion. Ja. Da gibt es Spieler, die haben das früher nur auf der Playstation, wenn sie im Karrieremodus das DFB-Pokalfinale gespielt haben, dann waren sie mal im Olympiastadion, jetzt spielen sie da. Die Mannschaft wird brennen, die werden sich erstmal hinten reinstellen und Hertha muss dann schon schauen, dass die zur neuen Saison ein bisschen was mit dem Ball anfangen können. Also ich nochmal, das ist mir auch wichtig zu sagen, ich erwarte jetzt hier nicht, dass Hertha jetzt hier zum neuen Man City wird in der neuen Saison. Ne? Also ja. Man braucht jetzt nicht denken, dass da von heute auf morgen so eine Transition stattfindet, dass Hertha auf einmal jedes Spiel 80% Ballbesitz hat. Das wird ja, du passt ja dein Spielsystem auch ein bisschen dem Gegner an. Klar, aber was auf jeden Fall wichtig sein wird, was ja auch eine eklatante Schwäche bei Hertha war, waren ja Standards. So, zum einen Standardanfälligkeit, zum anderen Standards selber treten. Und das war dann auch irgendwie merkwürdig, erschreckend, dass wir, ich glaube, unter Sandro Schwarz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, kein Eckentor, ich weiß aber nicht mehr, wie viele Ecken wir geschlagen haben, kein einziges Eckentor. Und dann kam Paul Dardai und wir hatten in kürzester Zeit sogar mit dem gleichen Co-Trainer, der dafür verantwortlich war, Tamás Bodok, hatten wir dann, ich weiß nicht, 3 Standardtore selbst erzielt. Trotzdem hat uns ja gegen Bochum unter anderem auch wieder ein sehr, sehr schlecht verteidigter Standard von Schlotterbeck dann, also der das Tor erzielt hat, dann das Genick quasi endgültig gebrochen. Aber das wird natürlich auch gerade gegen Mannschaften, die, wie du es gerade erklärt hast, dann eben auf Konter setzen und auch alles reinwerfen, eklig sind. Du musst natürlich eine gewisse Ruhe am Ball haben, aber du musst auch ein paar Standardtore vielleicht mal erzielen, um dann ein Spiel knapp zu gewinnen. Standards sind mit das wichtigste Gut im Fußball, weil das entscheidet manchmal wirklich über Sieg oder Niederlage, wie du es gerade schon sagst. Du hast halt immer wieder Momente drin, wo du halt so ein Spiel auf Messerschneide hast, vor allen Dingen, wenn du auf Gegner triffst, die vielleicht von der individuellen Qualität her auf demselben Niveau sind. Und das ist halt wirklich so dieses Überraschungselement. Deswegen spielt Freiburg dieses Jahr in der Champions League. Ich weiß gar nicht, wie viele Standardtore die dieses Jahr gemacht haben. Aber das ist halt super wichtig. Auch Einwürfe. Ich korrigiere mich. Oh, ja. Bei dem Spiel auf Schalke hat Hertha, glaube ich, 2 Gegentore innerhalb von 10 Minuten nach Einwürfen bekommen. Ja, eigenen Einwürfen. Das erste, ich glaube, es ist gleich das erste Tor, glaube ich, aus dem Einwurf in der gegnerischen Hälfte gefallen. Und dann die Situation da mit Tolga Cigerci, wo er dann auch nicht mehr hinterherkommt. Hast recht, waren, glaube ich, 2 Einwürfe, ja. Und das auffällig. Das ist wirklich auffällig. Und Einwürfe sind tatsächlich, eigene Einwürfe sind super wichtig, weil du den Gegner häufig in der Unordnung erwischt, weil bei einem Einwurf schieben ja alle immer komplett rüber. Und wenn du es schaffst, den Gegner in der Unordnung zu bespielen, hast du meistens eigentlich eine wirklich vernünftige Torchance. Und das sind alles auch, wie gesagt, das sind alles so Nuancen, ne, die bei der Hertha einfach nicht gepasst haben. Du kriegst die Dinger nach Standards rein, du machst nach Standards keine eigenen Tore. Das passt ja vorne und hinten nicht. Dann hast du kein Ingame-Coaching, du hast Spieler, die in der Negativspirale sind. Und ich glaube aber, dass es dem Kader und dem Verein von allen äußeren Umständen ausgeklammert, alleine für das Mindset und eine neue Ausrichtung sehr, sehr gut tun wird tatsächlich. Wenn man jetzt sagen kann, natürlich ist Bundesliga geiler und ein Abstieg ist nie geil, aber du hast jetzt, auch nach all dem, was die letzten Jahre verpatzt wurde, das erste Mal wirklich die Chance zu sagen, wir sind mal in einem Spiel Favorit, wir sind obendran, wir wollen aufsteigen, wir können jetzt die Grundlagen schaffen. Wir können jetzt die Grundlagen schaffen, um für die Zukunft was aufzubauen. Weil die Hertha, ich kenne witzigerweise ist der NLZ, euer NLZ-Leiter Pablo Thiem, habe ich dir schon erzählt, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und der schwärmt von eurer Jugend. Der hat gesagt, der war vorher beim VfL Wolfsburg und er sagt, ich habe
in Deutschland selten so eine krasse Jugend gesehen wie hier bei der Hertha. Du kriegst, er hat gesagt, wenn wir hier Glück haben, dann kriegen wir aus den kommenden Jahrgängen pro Jahrgang wirklich vier, fünf Spieler in die Profimannschaft integriert, sofort, weil die so gut sind. Ja, Und und das das. muss man sich mal vorstellen. Das hat kein Verein fast in Deutschland, keiner. Wir haben ja auch einen riesen Vorteil hier in Berlin, ne? Wir haben die gesamte Region Berlin-Brandenburg, wenn du die mal zusammennimmst, wie viele Leute hier Fußball spielen. Und da ist ja ein Teil, wo Union noch extrem hinterher ist. Da ist ja kaum Konkurrenz jetzt erstmal in dem Bereich. Ja. Klar, dann kommen Vereine wie Leipzig und so weiter, Gladbach, die sich dann da bedienen können. Aber erstmal bei den wirklich jungen Spielern, was wir zur Verfügung haben, da ist die Konkurrenz erstmal nicht so groß, weil es nicht wie im Ruhrpott ist, wo alle 50 Kilometer ein Bundesligaverein mit seinem Nachwuchsleistungszentrum ist. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Und ich sehe da auch das Potenzial. Da ist jetzt halt die Frage, ne? So ein Transfer wie Diego Demme finde ich auch, wäre absolut essentiell, weil neben diesen ganzen taktischen Sachen halt auch hinzukam, dass wir irgendwie keine Führungsspieler hatten. Auch wenn Bobic immer gesagt hat, er will einen Mentalitätsspieler holen. Du hast ja wirklich, wenn ich mir den Kader angeguckt habe und gesagt habe, ey, Plattner, das kann nicht deren Ernst sein als Kapitän, aber wie viele potenzielle Kapitäne hast du denn da? Und da wäre, wie du gesagt hast, verlängerter Arm, Diego Demme halt Bundesliga erfahren, sowieso ein technisch sehr, sehr guter Spieler auf dieser Position, ballsicher, passsicher und dann aber eben auch noch ein Führungstyp, hättest du auch gleich noch einen, der die gesamte Mannschaft irgendwie zusammenhalten kann. Ich konnte es ja erst gar nicht glauben, als ich hoffe, dass es irgendwie zustande kommt. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass er sich für so einen Weg entscheidet, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich heute nicht komplett verarscht wurde bei Twitter, die Chance ist immer hoch, weil ich sehr gutgläubig bin bei dem, was ich lese. nee, aber wenn es hat heute irgendeine italienische Zeitung dementiert, die relativ, Ja. also dass sie sich noch nicht geeinigt haben, aber ich glaube, also das ist ein Unterschiedsspieler auch in der zweiten Liga. Also bevor ich mir zum Beispiel einen Ron Scheinberg da hinstelle, da würde ich mir viel eher einen Diego Demme Natürlich. holen bei dem, was auch drumherum passiert, weil du wirst ja eben super viele junge Spieler dann einfach mit dabei haben. Und das ist einfach der ideale Spieler, um die Jungs auch zu integrieren. Und ich glaube einfach, das habe ich ja auch in der Broski-Show gesagt, die Hertha ist ja ein Verein, der von der Infrastruktur, von der Jugend, von der Fanbase, das ist eigentlich ein Aushängeschild von Deutschland. Sollte es eigentlich sein. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt die richtigen Schlüsse daraus zieht, dass man Jugendspieler nicht mehr so leicht verliert, dass man ein vernünftiges Fundament baut, weil darauf beruht alles. Alles, wirklich. Das ist zum Beispiel auch, ich nehme mal das Konkurrenzbeispiel HSV, viele kloppen ja auf Tim Walter ein und sein Fußball auch zu Recht, weil der einfach in der Konterabsicherung nicht ganz so gut funktioniert. Aber wenn der HSV aufsteigt, haben die so ein stabiles Grundgerüst an Spielidee, nur als Spielidee. Die können sich in der ersten Liga ihre Spielerprofile aussuchen, die können ihren Fußball vielleicht in der Restverteidigung ein bisschen verändern, aber die haben einfach ein Gerüst, worauf sie zurückgreifen können, was sie seit 2, 3 Jahren so spielen und würden in der Bundesliga, bin ich fest von überzeugt, nicht untergehen. Und das ist Findest ja du, zum Beispiel, ich würde fast sagen, also gerade wenn ich das gegen Stuttgart gesehen habe, dass dieser Ansatz, vieles spielerisch zu lösen, also gerade in dem Spiel gegen Stuttgart schon extrem dafür gesorgt hat, dass die ja völlig überfordert da auch waren auf Bundesliga-Niveau. Wobei Stuttgart natürlich eigentlich sowieso individuell eigentlich eine gute Mannschaft ist. Hat mich sowieso gewundert, dass sie über die letzten 2 Jahre da nicht mehr gerissen haben, aber das war ja eine Vorführung im Hinspiel, ne? Da hätten die ja, wenn es normal läuft, 5-6-0 nach Hause gehen müssen. Ich hatte ja einen richtig, kann ich jetzt mal sagen, ich hatte ja einen richtig beschissenen Take zu Sebastian Hoeneß tatsächlich. Ich habe ja, als er verpflichtet wurde, habe ich geschrieben, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man den da hinholen kann. Weil, also jetzt mal ohne Scheiß, gemessen an den Stationen, die er bei Bayern und Hoffenheim gehabt hat, habe ich gedacht, der geht bei Stuttgart, wird der komplett untergehen. Aber ich fand es schon bemerkenswert, wie er die in kürzester Zeit stabilisiert hat. Und vor allen Dingen, die haben ja auch echt interessanten Fußball gespielt. Aber der HSV, du hast ihn halt, finde ich, im ersten Spiel angemerkt, dass sie super aufgeregt waren, weil da waren ja Leichtsinnsfehler dabei. Ja. Wenn ich es jetzt detailliert sagen müsste, kann ich ja mal machen. Ob ihr es versteht, ich hoffe es. Der VfB Stuttgart hat ja, die spielen ja eigentlich mit einer Dreierkette hinten, Dreier-Fünferkette. Und die haben ja immer Mavropanos quasi als Rechtsverteidiger rausgeschoben. Und du hast dann halt ganz häufig den Linksverteidiger Muheim. Der ist dann ja ans Zentrum eingerückt
Und du hast dann Dompe immer in der Breite gehabt. Also eigentlich quasi das ganze Spiel an der Außenlinie. So, dann hast du den Ball bei Muheim und Dompe hat das ganze Spiel darauf gewartet, dass er in dieses 1 gegen 1 Duell mit Mavropanos geschickt wird. Anstatt diesen diagonalen Lauf reinzumachen, weil dann spielst du ja sofort 1 gegen 1 gegen den Innenverteidiger. Und er hat immer darauf gewartet, dass er den Ball im Fuß bekommt. Also Stuttgart ist da super verwundbar, wenn du diagonale Einläufe hast. Und das haben sie in keiner Sekunde gemacht, der HSV. Und das hat ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen, weil du kannst hier, die Außenlinie ist so ein imaginärer Verteidiger eigentlich. Also du hast ja dann super kurzen Raum, wenn Mavropanos zuschiebt. Und ich kann dir sagen, wenn Dompe den Ball auf Außen bekommt im 1 gegen 1 mit Mavropanos, 90% der Duelle gewinnt Mavropanos. Und so ist der HSV halt auch im Auffüllverhalten. Wann schieben die Achter vor auf die Innenverteidiger? Das hat im ersten Spiel überhaupt nicht geklappt. Und da waren sie dann aber im Rückspiel die ersten 45 Minuten richtig gut. Das haben sie richtig gut gemacht. Ich habe nach dem 1 so gedacht, boah, ich glaube, Stuttgart geht hier noch unter. Gut, dann kriegst du so ein Eierding rein. Passiert. Aber dieses Gerüst, was der HSV hat, um wieder zum Thema zurückzukommen, finde ich halt dahingehend schon stabil. Man kann von dem Fußball halten, was man will. Ich glaube, viele werden sagen, ey, wie kann der so bekloppt sein und mit einer Zwei-Mann-Restverteidigung in Liga 2 spielen? Aber die haben halt was, worauf sie sich stützen können. Und das hat zum Beispiel bei Schalke ist Aufstieg komplett gefehlt. Ich würde Herthas Situation so ein bisschen mit der von Werder versuchen zu vergleichen, wo man sagt, okay, wir holen einen Trainer und ein Trainerteam, wo man ein Fundament baut, weil Bremen spielt nichts anderes als in der Zweitligasaison. Nichts. Die haben überhaupt nichts verändert. Aber sie sind halt einfach stabiler. Und das muss die Hertha unbedingt schaffen. Wobei natürlich auch immer da viel eine Rolle spielt, was hast du, die haben es teilweise offensiv gut gemacht, aber was hast du natürlich auch vorne drin für ein Selbstbewusstsein, ne? Also die Chancen, die Ja, dann ein ja. Füllkrug verwertet, ne? Also wenn du dann, ach, brauchen wir jetzt keinen von Hertha sagen, aber einen Stürmer von Hertha wahrscheinlich drin hast, dann steigen die wahrscheinlich auch ab, auch wenn sie ansonsten ganz gut gespielt haben, zumal sie ja jetzt gerade die Rückrunde wirklich schwach waren. Ich glaube, 17. sind die ja geworden in der Rückrunde. Ja, aber es wäre natürlich schön. Es wäre natürlich schön, wenn es bei Hertha so wäre. Aber es ist halt auch unfassbar schwer. Vielleicht haben wir ja schon gesagt, vielleicht machen wir da nochmal einen Talk oder ein Video zu, wenn der Kader halbwegs steht. Und das kann halt sehr, sehr lange dauern. Wenn du jetzt schon siehst, jetzt haben wir ein Glück die Lizenz für meine Begriffe früher bekommen, als ich gedacht hätte. Und ich bin dann Aber davon ausgegangen. hast du Zweifel gehabt? Hast du Zweifel gehabt, dass man die Lizenz bekommen könnte? Weil mich interessiert das, weil ich bei diesen ganzen Finanzthemen echt ein bisschen weiter weg bin Ja. tatsächlich. Naja, also ich hatte in dem Sinne Angst, weil man bei Hertha einfach nie weiß. Und ich habe schon damit gerechnet, wenn du Triple Seven im Rücken hast, dass die alles daran setzen werden, dass Hertha die Lizenz bekommt, weil du sonst Insolvenz anmelden müsstest, wenn du die Boah, das wäre Lizenz nicht krank bekommst. gewesen. Ja. Und dann verliert am Ende auch Triple Seven sein Investment. Daher war ich mir eigentlich relativ sicher, wenn die nicht da gewesen wären, dann hätte ich nur noch schlaflose Nächte. Andersrum hatte ich manchmal ein bisschen Angst, dass die DFL irgendwie ein Exempel statuieren will oder so, ne? Die hatten jetzt Boah, das gerade habe ich auch, auch kurz gedacht, ne, ja. mit ihrem eigenen Investor da, was nicht durchgegangen ist und so. Dachte ich, stell dir mal vor, jetzt sagen die, ich hatte einfach teilweise Angst, das kann ich ja nicht nachvollziehen, dass sie sagen, oh, 50 plus 1 Regel ist hier aber nicht ganz eingehalten bei dem Deal. Wie soll ich das nachvollziehen? Wir kennen die Verträge alle nicht. Oder durch die Hintertür ist 50 plus 1 ausgehebelt oder was weiß ich. Das war eigentlich so die größte Befürchtung. Und weil bei Hertha irgendwie gefühlt immer mehr schiefgelaufen ist, als man sich im Worst Case vorgestellt hat. Ich fühle Dass er das, ja. immer, immer alles, wie du es gerade beschrieben hast, allein in dieser Saison, aber es ist ja gefühlt immer alles zusammengekommen, wo du sagst, ja, das wäre ja der allerschlimmste Fall, aber es ist ja immer so gekommen. Aber jetzt ist sie da und sie war auch rechtzeitig da und das ist auch gut. Weiterhin haben wir natürlich finanzielle Probleme, aber dadurch, dass die zweite Liga Ende Juli anfängt und wir viele Spieler haben, die wir loswerden müssen und loswerden wollen und dass die Vereine auch wissen, dass wir einen Transferüberschuss erzielen müssen, haben wir natürlich eine ultra schlechte Verhandlungsposition. Außer vielleicht bei Spielern wie einem Toussaint oder so, weil die halt wirklich 2, 3 Jahre gut gespielt haben. Aber mich wundert eine Sache, wenn man so ein bisschen auch in die Branche hineinhört und sich mit Leuten spricht, die sich so ein bisschen mit der Hertha auskennen, sagen viele, dass Hertha mit dem mit Abstand größten Etat in die zweite Liga gehen wird. Also dass wir von einem Etat von 40 Millionen sprechen bei der Hertha. Das ist ja, ich weiß nicht, ob die Zahlen auch in den Medien rumkursieren. Und das geht für mich so ein bisschen konträr mit dem, was ich so aus diesem ganzen Lizenzverfahren höre, weil
Normalerweise, wenn ich höre, ey, der Verein ist fast insolvent und wir stehen hier kurz vorm Absprung, wundert es mich dann schon ein bisschen, dass man immer wieder hört, die Hertha hat eigentlich Kohle. Kommt das durch diesen Investor dann, dass man so ein hohes Budget hat? Ja, ich interpretiere das folgendermaßen. Also die mussten dadurch, es ging hauptsächlich um diese Anleihe, die Hertha zurückzahlen muss. Das war so die größte, neben ein paar anderen finanziellen Problemen, war das so diese größte Problematik. Die Anleihe, die wurde zur Erklärung damals aufgesetzt, weil wir hatten einen Investor mit KKR, der hat Anteile gekauft, 40 Millionen ich weiß gar nicht mehr, was die investiert hatten. Und dann kam Lars Windhorst und wollte halt als einziger da die Anteile kaufen. Damit wir die Anteile von KKR zurückkaufen konnten, haben wir die Anleihe aufgenommen, haben 40 Millionen bekommen, haben die Anteile zurückgekauft und dann konnte Lars Windhorst die Anteile kaufen. So, jetzt ist die Anleihe fällig. Klar, die normale Frage ist, warum hat man mit dem ganzen Geld von Windhorst die nicht einfach gleich abbezahlt? Das ist die Frage, die anscheinend keiner beantworten kann, aber die wäre jetzt im November fällig. Und wir haben halt keine Zahlungsprobleme in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, wir können hier Gehälter nicht mehr bezahlen oder so, aber die ist fällig. Und da will die DFL einen nachvollziehbaren Finanzierungsplan für haben. Und den hatten wir einfach nicht. Und die DFL hat Hertha dann immer gesagt, bei dieser Anleihe müssen die ja auch öffentlich präsentieren. Dann haben sie versucht, die Anleihe zu verschieben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil 777 viele Vermögenswerte hat, aber nicht sehr flüssig ist oder keinen Bock hat, 40 Millionen für so eine Anleihe zu bezahlen, wo sie keinen Gegenwert haben. Dann hat die DFL gesagt, ja, dann weist uns mal nach. Also entweder ihr verschiebt die Anleihe, das wäre unser Vorschlag, 2 Jahre nach hinten, dann kriegt ihr die Lizenz. Oder ihr kriegt eine Bankbürgschaft irgendwie von 777. Und jetzt da musst du ja die Anleihenehmer darum bitten, dass sie die Anleihe verlängern. Und das stand erstmal noch aus. Und das steht auch immer noch aus. Zu natürlich besseren Zinssätzen. Hinzu kommt noch, dass Hertha dann, haben die ja in den vergangenen Jahren immer gesagt, bei Lizenzerteilung, ja, wir werden ja Transferüberschüsse erzielen, wir werden Spieler verkaufen, wir werden Gehälter senken, weil diese teuren Spieler, die wir abgeben, sind ja alle weg. Und da hat die DFL eben gesagt, was ja eigentlich ein vernünftiger Plan ist, aber hat gesagt, ja, aber noch ist kein Spieler weg. Ihr müsst es Ja, jetzt du kannst nichts nachweisen. nachweisen, ne? Genau, du kannst nichts nachweisen. So, wenn jetzt aber die Transferphase gut läuft und wir die Anleihe verschoben haben, ist das Problem zwar nur nach hinten verschoben, aber du stehst ja dann erstmal finanziell nicht so da, dass du nicht zahlen kannst, sondern es war eher so ein Ah, ich Lizenzierungsprozess. verstehe. Und wenn du die Lizenz nicht bekommen hättest, dann wären gar keine Fernsehgelder geflossen und dann wärst du automatisch in die Insolvenz natürlich getrieben worden. Also das, so habe ich es zumindest verstanden. Ja, aber krass, weil dann ist, also dann sprechen wir ja jetzt auch von einem Szenario, wo du sagst, du musst, also die Hertha muss aufsteigen. Aber machen wir uns nichts vor. Du musst unbedingt einfach Finanziell aufgrund gesehen, dieser ja. finanziellen, weil es gibt ja dann quasi keine zweite Wahl. Du kannst jetzt nicht sagen, wir spielen 3, 4 Jahre, wie es ja der HSV jetzt macht. Selbst wenn wir 10 Jahre in der zweiten Liga spielen, wir würden das finanziell irgendwie überleben. Also das wäre bei Hertha auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, oder 777 macht Kapitalerhöhungen. Das können sie ja jederzeit machen, dass man das dann in irgendeiner Form irgendwann wieder zurückzahlt. Aber es ist halt immer eine Wette auf die Zukunft. Aber da kommst du halt auch nicht so leicht raus, ne? Wenn du so viel Geld verbrannt hast, jedes Nee. Jahr im hohen zweistelligen Millionenbereich minus einfährst, da Das ist kommst du halt echt so schnell krank. nicht raus. Nee, das auf keinen Fall, da kommst du nicht so schnell wieder raus. Aber umso wichtiger, dass jetzt zur neuen Saison was passiert. Also was mich interessieren würde, was würdest du dir denn rein fußballerisch von der Hertha wünschen? Also wenn du dir eine Hertha-Mannschaft auf dem Platz, wie sie spielt, wünschen könntest, wie würde die spielen? Die würde auf jeden Fall, weil ich kann es nicht mehr sehen, die würde auf jeden Fall Auch an den darauf, Chat übrigens, ne? Wirklich ja, interessiert mich, was die Leute darüber denken. also ich wünsche mir persönlich eine Mannschaft, die erstmal wirklich stabil steht, weil das war teilweise, ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Bremen gesehen hast, was kam es dir wirklich vor, als ob da gerade ein Drittligist im Pokal gegen einen Bundesligisten spielt, wie die verteidigt haben. Und vor allem, dass du erstmal diese mannschaftliche Geschlossenheit hast, dass du nicht gefühlt völlig verunsicherte Einzelspieler hast, sondern du siehst, die arbeiten. Da macht einer einen individuellen Fehler, dann kommt der nächste und grätscht den direkt um. Das ist erstmal so die Grundlagen, dass die Basics stimmen. Genau, dass du die Standards trainierst, sowohl defensiv und offensiv. Und dann, was mir seit Jahren bei Hertha fehlt, ist halt dieser Kreativspieler im zentralen offensiven Mittelfeld. Am Wer liebsten war denn hätte der ich eigentlich Letzte? Kunja, aber der hat meistens nicht auf der 10 gespielt, sondern der musste dann auch immer auf den Flügel Stimmt. ran. Aber der war der letzte wirkliche Kreativspieler. Und natürlich nicht auf diesem Niveau, aber ein Spieler, der
es hinkriegt, und das ist auch ein Suazerda nicht, der ist ein ausgezeichneter Fußballer, aber der ist kein Vorlagengeber, der ist keiner, der die entscheidenden Pässe zwischen die Kette, die letzte Kette spielt. So einen Spieler möchte ich haben. Mhm. Und dann hast du auch deine Kreativität offensiv mehr. Also ganz herzlich. Ich würde da mitgehen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Hertha zumindest so zwischen letzter Linie, also zwischen Sturm und Mittelfeld, brauchst du halt einfach jemanden, der das ganze Spiel verbindet. Also wenn ich an Hertha und Kreativspieler denke, so der erste, der mir jetzt einfällt, wäre Raphael zum Beispiel. Das wäre so für mich das Ideale. Wenn ich Raphaels Profil nehme, was er als Spieler ausmacht, dann würde ich das kopieren und in die Hertha-Mannschaft in der neuen Saison packen. Es gibt ja zum Beispiel bei Dynamo Dresden Arslan, heißt er. Der ist ja bei uns im Gespräch. Ja, so einer zum Beispiel. Das ist ein Unterschiedsspieler auch in Liga 2. Ja. Also der kann dir helfen. Weil zum Beispiel Suazerda, du hast es angesprochen, das ist zwar ein Achter mit Tiefgang, also der macht viel diese tiefen Läufe, aber bis der mal wirklich wieder den letzten Pass spielt, das hat ja was mit Selbstvertrauen zu tun, das dauert ein halbes Jahr, halbes, dreiviertel Jahr. Ich glaube, dass du auf jeden Fall auch einen Stürmer brauchst, der dir 15, 20 Tore garantiert in der neuen Saison. Das wird auch super wichtig für die Hertha. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ein Gangkamp das tatsächlich sein kann. Also wenn er konstant spielt, wenn er bleibt. Aber wo soll er denn hin? Also wer soll ihn denn kaufen? Der hat genug Angebote. Die Frage ist, ob ein Verein so viel bezahlt, dass Hertha sagt, nee, dann darfst du auch gehen. Weil wir haben ja, er hat 2 Jahre Vertrag, wir können sagen, nee, ist nicht. Aber, und das wäre auch einer der wenigen Spieler, wo wir es machen würden. Aber bei dieser angespannten finanziellen Situation, du musst einen Transferüberschuss erzielen, du musst den Kader umbauen. Was machst du denn, wenn du Luke Bakio ewig nicht verkaufst? Die Saison hat schon begonnen, Toussaint nicht und etliche andere Spieler. Und du brauchst erstmal die Einnahmen, weil du hast ja auch damit kalkuliert. Was machst du dann, wenn ein Angebot für den Gangkamm kommt, was geringer ist als das, was du eigentlich haben wolltest? Das ist halt so die Problematik. Aber Stürmer, ja, da würde ich dich auch gleich mal fragen. Konga, viel gescholten, relativ teuer gekommen, in der Schweiz funktioniert. Würdest, das sagen ja viele, ich habe irgendwie mittlerweile, er tut mir auch fast schon leid, aber mit ihm abgeschlossen, aufgrund dieser technischen Unzulänglichkeiten in der ersten Liga. Würdest du sagen, der wird in der zweiten Liga besser funktionieren, vielleicht in einem Doppelsturm oder so? Ja, wird er. Ich habe ihn in der Schweiz, er war ja der Sturmpartner von Sierbaçö, oder? Ist richtig? Ja. Die waren ja in meinem Doppelsturm gespielt, ich habe ihn da gesehen und der lebt halt davon, dass er die Dinger in 16er bekommt. Also ist jetzt simpel ausgedrückt, aber das ist halt kein 9,5er. Wenn du es mit einem Topstar vergleichen willst, Harry Kane ist so ein optimaler 9,5er, aber Konga ist halt, das ist ein Stoßstürmer. Also der muss in Szene gesetzt werden. Das hat ja in der ersten Liga überhaupt nicht funktioniert. Ganz herzlich, also Michael. Pepe. Ich kann mich an wenig Situationen erinnern, wo die Hertha zum Beispiel mal über außen durchgebrochen ist und eine vernünftige Flanke in 16er gebracht hat. Das ist ja eher der seltene Fall. Was er dir auf jeden Fall in der zweiten Liga gibt, und das finde ich super wichtig, das kann aber auch ein Niederlechner und das kann auch ein Gangkamm, das ist halt der hat halt Power in der Ausstrahlung. Den kannst du vorne reinstellen und der bindet dir immer mal mindestens 2 Gegenspieler, weil der halt einfach, das ist eine Erscheinung auf dem Platz. Und ich glaube, dass es in der neuen Saison wichtig wird, dass du so einen auch im Team hast. Es muss gar nicht Konga sein, sondern es kann auch ein anderer Stürmer sein, der dieses bullige Element mitbringt. Mhm. Weil du brauchst halt jemanden, der Lücken aufmacht für alles, was so drumherum passiert. Und ich glaube, dass der vor allen Dingen gegen einen kompakten Abwehrblock, stell den vorne rein, 2 Gegenspieler auf den, es öffnen sich Räume für zum Beispiel Marco Richter, für zum Beispiel einen Gangkamp. Und ich würde ihm wahrscheinlich eine Chance geben, aber ich tippe auch mal darauf, dass der einen ziemlich fetten Vertrag auch hat, weil er wird auch viel verdienen, oder? Ja, die verdienen ja zum Teil, so wurde es zumindest kommuniziert, 30-40% alle weniger in der zweiten Liga. Geschätzt wurden ja 2 Millionen, was immer noch viel ist, dann für 1,2, aber wenn er funktioniert, du musst ja auch erstmal einen neuen Stürmer finden und du musst auch erstmal einen Abnehmer für einen Stürmer finden, der in der Bundesliga halt überhaupt nicht funktioniert hat mit 2 Toren. Also wie lange hat der Vertrag? Ich glaube 26. Ich kann mal gucken. Ein paar Jahre, ne? Ja, also das wird, sei denn irgendwie Zürich sagt, boah, den wollen wir unbedingt, Bern sagt, wir wollen den unbedingt zurück oder so, sowas aber kann der ja manchmal passieren. Der hat da funktioniert. Der hat ja da funktioniert, absolut. Ne? Also, aber Jordan ja genauso. Halt, ja, klar, 100%. Das ist halt, also erstmal ist es schon mal noch eine Umstellung, weil du darfst nicht vergessen, dass Bern eine ganz andere Spielanlage hat. Also wenn du dir den Spieler detailliert anguckst, sein individuelles Profil, der ist halt auch darauf angewiesen, dass er diese Tiefenbälle kommt. Ich glaube, dass
er zum Beispiel auch ein richtig guter Spieler ist mit dem Rücken zum Tor. Wenn du den mit dem Rücken zum Tor hast als Wandspieler, der muss den einfach nur mit einem Kontakt klatschen lassen, zieht einen Innenverteidiger raus, dann kann das ein absoluter Mehrwert sein. Und so hat er halt auch einfach in Bern funktioniert. Den hast du vorne reingestellt, der ist kurz gekommen, hat seinen Körper reingestellt und ist sofort wieder in die Tiefe gegangen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde schon, dass das vielleicht auch ein Element ist, was der Hertha ein bisschen fehlt, wenn er geht. Ja, auf jeden Fall. Also den Spielertypen haben wir dann eben nicht nochmal. Ich fand halt in der ersten Liga ist wirklich, es war dann auch irgendwann kein Selbstvertrauen mehr da und am Anfang hat er es teilweise auch gar nicht mehr schlecht gemacht. Aber was mich immer verwundert hat, das kann ja auch nicht alles nur an Selbstvertrauen liegen. Er hat auch echt viele Chancen von Sandro Schwarz bekommen. Also wo man schon sagt, also eigentlich auch nicht fair für Jessic, so wie der dann gespielt hat. Okay, Naja, klar. Systemfrage vielleicht, aber wie du es gesagt hast, er ist eine Erscheinung. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, geil, weil ich dachte, lange Bälle, vielleicht so ein Typ wie der ja auch in der zweiten Liga sehr gut und auch in der ersten Liga super für Bochums Fußball funktioniert hat, Hofmann, so ein Typ, der sich dann eben durchsetzt. Aber da gewinnt keine Kopfballduelle, kann keine Bälle festmachen. Aber das gleiche Problem hatte ja Selke bei uns auch ewig. Und dann war es klar, irgendwie Köln-Spielsystem passt dann eher. Ja, also der Spielertyp würde fehlen, vielleicht, aber ich weiß. Es kann auch sein, dass er so verunsichert. Ich meine, der ist auch in einem anderen Land, ne? Jetzt in Ja, das Deutschland. der Es funktioniert nicht. Er hat 5 Millionen gekostet. Es kann sein, dass der generell auch in der zweiten Liga dann nicht funktioniert, ja? Weil er einfach völlig durch damit da ist. Was du gerade ansprichst, ist ein super wichtiger Punkt, weil dieser soziale Faktor, der kommt bei Transfers immer viel zu kurz, weil man vergisst halt immer, dass hinter diesem, das ist ja ein Mensch und für den ist das neues Umfeld, neues Land, auch nochmal ein anderes Niveau. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Mihailo Mudryk von Chelsea. Ja. Ich schwöre dir, der gehört in 4 bis 5 Jahren zum besten Spieler in der Welt. Aber die treten jetzt alle auf den ein, weil der halt eben diese Ablöse gekostet hat. Aber das sind Spieler, die brauchen Zeit, neues Umfeld. Kongar ist da meilenweit von entfernt von dem Mihailo Mudryk, nicht Ja. falsch verstehen, ne? Aber dieser persönliche Faktor eben, ne? Dass du erstmal irgendwo ankommen musst, dass du dich akklimatisieren musst. Und Konga ist nicht der Spieler. Das ist nicht der Spieler, der dir im ersten Kontakt aufdreht und einen perfekten ersten Kontakt irgendwie in den freien Raum hat. Das ist er nicht. Aber was der auf jeden Fall ist, gutes Timing im 16er bei Tiefenläufen, guter Wandspieler, auf jeden Fall mal eine Erscheinung. Und er ist ein Spieler, der abhängig ist, dass seine Mitspieler mitmachen, ihn in Szene setzen. Und wenn du das gar nicht hast, dann wird er es auch schwer haben. Aber trotzdem ist es bei mir halt einfach so, ist ein anderer Spielertyp, bringt auch noch mehr Geschwindigkeit mit und ist nicht ganz so groß. Aber von der Körperlichkeit dachte ich manchmal, ey, du bist doch so eine Wand, dann wünsche ich mir zumindest, dass du in die Zweikämpfe gehst wie ein Jessic, der es halt macht, der sich halt durchsetzt mit seinem Körper, obwohl er ja kleiner ist. Du musst es bei Konga halt so sehen, der ist halt nicht so super dynamisch, ne? Also das ist halt nicht dieses dynamische Spielerprofil. Ich finde, ein Gangkamp lebt natürlich auch sehr, sehr krass davon, dass er super dynamisch in Zweikämpfe reingehen kann. Das ist ja ein idealer Spieler für so ein Pressing-Gegen-Pressing-System, wo du sagst, okay, der ist wie so ein Steh-auf-Männchen. Wenn du einen Ball verlierst, gehe ich sofort wieder vorne drauf. Und das ist halt Konga gar nicht. Also das ist nie der Spieler, der braucht halt jemanden neben sich, wo du sagst, okay, der arbeitet für den mit. Konga ist vielleicht jemand, der das Pressing lenkt, aber er ist nicht der erste Anläufer, der wirklich Ja. defensiv dann drauf geht. Stimmt. Ich finde, es ist eine super schwere Frage, weil ich glaube, dass Konga ab einer gewissen Summe nicht unverkäuflich ist. Ne, sowieso Also nicht. ich werfe jetzt mal 2 Millionen in den Raum. Zwei, drei Ja. Millionen. So irgendwas um den Dreh, wenn du die für den noch bekommst, würde ich sagen, okay, dann gucken wir, dass wir einen anderen Spielertypen bekommen. Aber wenn du die nicht bekommst, würde ich mit ihm in die zweite Liga gehen, tatsächlich. Ich glaube, da ist aber auch noch der Faktor mit Pal Dardai, ne? Der kam ja an, hat ihn erstmal richtig rasiert und meinte, er wäre hier in einem halben Jahr zwei Zweikämpfe gewinnt und dann so bei einem neuen Trainer trainiert, der gehört nicht in den Kader. Dann hat er ihm Ja. nochmal eine Chance gegeben gegen Bayern, hat ihn reingeworfen. Das kann man jetzt als undankbar bezeichnen, aber er hat es halt leider viel schlechter gemacht als die Spieler, die vorher drin waren. Und dann war er eigentlich so gefühlt weg vom Fenster. Und manchmal ist es ja auch so, ne? Manche Trainer können mit gewissen Spielern nichts anfangen und das zumindest wirkte es nach außen ein bisschen so. Sandro Schwarz hat ja sehr, sehr lange auf ihn gesetzt, aber es hat leider nichts gebracht. Das war auch übrigens eine Sache, die man Sandro Schwarz nicht vorwerfen konnte. Er andersrum als Fan so, wieso spielen diese Spieler immer noch? Wieso kriegen die immer wieder eine Chance? Vielleicht hatte er vielleicht hatte er so die Hoffnung immer, ich gebe denen das Vertrauen, egal wie die spielen und irgendwann platzt der Knoten. Ist aber halt bei
keinem der Fall gewesen. Es war nicht nur bei Kongaso, es war bei ganz vielen Spielern so. Unter anderem ja auch bei Plattenhardt. Gut, den hast du zum Kapitän gemacht. Das hätte man sich vorher vielleicht anders überlegen müssen. Aber da war es auch so. Da musste ich mal ganz kurz fragen, wie ist das entstanden? Also wie ist das entstanden, dass Plattenhardt Kapitän geworden ist? Weil da frage ich mich wirklich, da muss ich am menschlichen Verstand zweifeln. Tja, das kann ich dir also auch nicht erklären. Da muss es ja irgendeinen Beweggrund zu geben. Ist es jetzt aufgrund der Historie, weil er so lange dabei ist? Oder weil er Führungsspieler in der Kabine ist? Weil ich kann auch ist zu seinem Charakter nicht. Wenig sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, super dass charakterschwach. Ja, das ist auch kein Führungsspieler. Also der hat dafür gesorgt, das muss man sagen, dass unter Magath wir in der Liga geblieben sind. Nicht nur wegen des Spiels gegen HSV, sondern weil er gespielt hat wie in seiner Prime eigentlich. Ne? Er hat Flanken aus dem Halbfeld geschlagen, er hat gute Standards geschlagen, er war sogar so fit, weil er Magath diesen Leuthard dabei hatte, diesen Bundeswehrtypen. Oh, der Typ ist krank. Ja, den hat er dabei. Der ist wirklich krank. Und da wirkte er fit. Ja, da wirkte er ist nicht dynamisch, er ist nicht spritzig, aber er hatte seine Fitness. Also der war Grundfitness, der konnte laufen, das ganze Spiel. Genau. Und das hatte er halt nicht mehr. Und ich glaube, die hatten sich einfach erhofft, oh, da ist wieder der alte Plattenhardt unter Magath gewesen, so wie er damals auch Nationalspieler geworden ist. Und wir haben eh keine anderen. Kempf, wenn man gewusst hätte, was er für eine Saison gespielt hat, dann hätte man ihn wahrscheinlich zum Kapitän gemacht. Aber der war katastrophal in der ersten Halbserie, wo wir ihn verpflichtet haben. Geht der mit dem Liga 2 kämpfen? Der hat wohl Angebote aus Deutschland und aus dem Ausland. Der hat ja diesen, glaube ich, diesen Volker Struth als Berater. Nein, bleibt er nicht. Nee. Das glaube ich auch nicht, aber den hätte ich sehr gerne in der zweiten Liga. Ja, der ist, eigentlich ist das echt ein guter Innenverteidiger. Ich habe mich damals, soll nicht despektierlich klingen jetzt oder so, ich habe mir damals gedacht, warum geht der denn eigentlich zu Hertha? Aber ich habe immer gedacht, dass der für Höheres bestimmt ist von seinen Anlagen her. In Stuttgart war der krass. Ich fand den ultra krass. Also es war schon ein Stil, dass man den bekommen hat. Ich lese übrigens die ganze Zeit im Chat einen Sona, wenn ich mich nicht irre. 1,9, der ist doch bestimmt 1,90, 1,95. So ein Franzose ist das, oder? Der ist 1,89. So, ne? Der ist mittlerweile ein Vieh. Der kam eigentlich recht schmächtig, aber der ist ja, seit er gewechselt ist zu uns, seit anderthalb Jahren leider verletzt. Und war ein Riesentalent aus der zweiten französischen Liga. Der bringt, also wenn man den so anguckt, denkt man, ja, hat schon Star-Appeal, rechter Flügel vornehmlich. Und kann aber auch linker. Und, Hat er gehabt? Kreuzbandriss? Der hatte Kreuzbandriss und immer wieder Knieprobleme. Also der hat noch nicht eine Minute für Hertha gespielt. Oh, der ist aber auch bei Rogon. Na gut. Sind seine Berater. Nee, weil, ist das so ein Hoffnungsträger? Ist der wieder fit? Nein, das ist kein Hoffnungsträger. Du hast die Hoffnung, dass er der unerwartete Neuzugang vielleicht sein könnte. Er ist jetzt wieder, glaube ich, er hat sehr lange dann auch individuell trainiert, ist, glaube ich, jetzt die ersten Einheiten auch mal im Mannschaftstraining dabei gewesen, aber das ist ja psychologisch noch tausendmal härter als das, was jetzt ein Konga erlebt hat, der aus der Schweiz nach Deutschland auch kommt, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du aus der Schweiz oder aus Frankreich kommst. Er kam aus Frankreich als sehr, sehr junger Spieler und ist seit anderthalb Jahren verletzt und der hat ja nicht mal dieses, dass er mit der Mannschaft sein kann, auch wenn da eh irgendwie kein Teamfeeling war, aber der hat die ganze Zeit alleine trainiert, anderthalb Jahre als junger Mensch in einem Land, krass, wo er noch wahrscheinlich vorher noch nie war. Und das ist die Schwierigkeit, aber die Highlights sind ja eh immer voll verzerrend, gerade bei Offensivspielern, ne? Aber die Highlights, die Anlagen, die ich gesehen habe, waren schon interessant, muss ich sagen. Und nächste Frage, glaubst du, dass Paul Dardai seinen jüngsten Sohn direkt hochzieht? Der müsste doch auch so ein, wenn ich mich nicht irre, hat er so einen ultra talentierten Sohn, der jetzt U19 Bundesliga, glaube ich, spielt. Ne? Palko, der ist 16. Der Palko ist schon weg. Das ist der Älteste, ne? Benze, der hat ja jetzt auch bei der U17 gespielt. Der ist auch sehr talentiert. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu jung. Also vielleicht ein Jahr später, weil wir haben ja jetzt auch gerade fürs. Eigentlich ist Ibo Maser ja ein Stürmer, aber ich glaube, der wird eher als hängende Spitze oder Zehner eingesetzt werden oder höchstens mal im Doppelsturm, dass er da so rumläuft um den Stürmer. Das ist ja jetzt erstmal das große Talent, was es gilt zu integrieren, auch in die Mannschaft. Aber der soll richtig krass sein, ne? Also wenn du mit auch anderen Trainern im Jugendbereich sprichst, werden die alle sagen, das wird mal ein richtiger Topspieler. Also, safe. Der Anlagen hat er. Ich denke mir manchmal so, ey, ganz ehrlich, ist der 16 oder 17? Wer jetzt? Maser? Oder Benze? Benze ist 16.
Ja, okay, gut, das ist noch zu jung, um den reinzuwerfen. Das Ich hätte ist sonst sehr, gesagt, sehr ey, jung. wenn der 17 wäre, hätte ich gesagt, wirf den einfach rein. In der letzten Aber Saison ich tatsächlich. würde nicht sagen, dass es nicht auf gar keinen Fall passiert. Lass mal ein paar Spieler verletzt sein, Pal Dardai macht sowas. Also das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum man ihn, glaube ich, gewählt hat. Und das war auch eine Sache, die mich an Sandro Schwarz sehr gestört hat, dass er immer auf diese vermeintlichen etablierten Spieler gesetzt hat und einfach den Jugendspielern keine Chance gegeben hat. Ich bin mir immer noch sicher, so von meiner Einschätzung her, dass man Lukas Ulrich auch hätte halten können, wenn der Spielzeit bekommen hätte. Und ganz ehrlich, Mittelstädt und Plattenhardt haben beide so viele Argumente dafür geliefert. Ich glaube, unter Pal Dardai hätte der dann auch mal von Anfang an seine Chance bekommen. Und dafür ist Pal Dardai natürlich genau der Richtige, weil davor hat er auf jeden Fall gar keine Scheu. Nee, das finde ich auch gut tatsächlich. Also der ist ja sehr, sehr Oh, straight. Benze ist doch schon 17. Ist er schon 17? Okay. Ja, krass, okay. Ja, dann kannst du ihn eigentlich wirklich reinwerfen tatsächlich, ne? Also dann könntest du wirklich sagen, ey, dann nehme ich den mit zu den Profis, wenn er so talentiert ist. Wie ich das immer höre von allen Leuten. Ich lese ja auch gerade, dass Fabian Reese ja auch noch kommt. Das könnte tatsächlich auch ein Unterschiedsspieler sein. Also vor allem Also. das Geile ist ja, dass er eigentlich seine beste Saison seiner Karriere gespielt hat und das auch noch in der zweiten Liga. Ja, der ist krass. Das ist ein Unterschiedsspieler. Also, was der auf jeden Fall reinbringt in den Kader, ist mal zumindest ein gewisses Tempo. Also, der ist schnell und das ist. Also, das ist. Er ist halt der Spieler, der mal zur Grundlinie geht und nochmal eine Flanke bringt. Der hat eine super Qualität in den Flanken. Der ist vor allen Dingen, was die Hertha auch braucht, das war er früher nicht. Der war ja früher mal Stoßstürmer tatsächlich. Der ist mittlerweile ein super sicherer Passspieler. Ich glaube, dass die Hertha vor allen Dingen im letzten Drittel auch Ja. Spieler braucht, die wirklich eine hohe Passquote haben. Weil wenn du jetzt, ich habe witzigerweise mal bei Y-Scout, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Scouting-Tool ist das, habe ich mal reingeschaut und. Wenn du dir da die Hertha-Passquoten anguckst, also das ist schon wirklich bodenlos. Das ist, ich habe mich jedes Spiel drüber aufgeregt. Ich weiß, wie ich das saß, wenn ich jetzt hier manchmal ein Watchalong gemacht habe oder im Stadion. Ich saß da und habe mir so gedacht, ey, das ist doch gerade wirklich so, dass jeder zweite Pass einfach nicht ankommt. Das ist ja nicht mehr normal. Und das war teilweise wirklich so, gerade im letzten Drittel war es sogar noch schlechter, aber dass dann diese verunsicherten Spieler an Suat Serdar, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass der keinen 5-Meter-Pass spielen kann. Der kann Krass, eigentlich ne? alles, ne? Und da kommt, Ja. zum Beispiel gegen Hoffenheim war das so, da wirklich Aufbaupass aus der Innenverteidigung, der Verbindungsspieler oder der Flügelspieler oder wer auch immer nimmt den Ball, Fehlpass. Aber auch so ein Fehlpass, wo du sagst, ey, da steht 5 Meter neben dir einer. Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist echt krass. Also was das mit einem Spieler macht, ne? Dieses Mentale, ne? Dass du dann nochmal Suat Serdar von den Anlagen her, das ist wirklich, das ist eigentlich, der müsste Nationalspieler sein, eigentlich von den Anlagen her. Wenn der sich vernünftig entwickelt hätte, dann müsste der in der Nationalmannschaft spielen. Das ist, als ich den gesehen habe im ersten halben Jahr bei Schalke, dachte ich, der geht in 3 Jahren für 60 Millionen irgendwo auf die Insel. Schalke hat ja damals sogar ein Angebot über 40 West Millionen für Ham, ihn ne? abgelehnt von West Ham oder Newcastle, ich weiß es gar nicht, eine von beiden Teams. Und das ist echt krass, wie der. Was ich bei dem richtig krass finde, also wir Analysten reden immer von geschlossenen Räumen. Einfach ausgedrückt ist es eigentlich unter Gegnerdruck. Ne? Also wenn der einen Gegner im Rücken hat oder wirklich 2 gegen 1 Unterzahlsituation hat, wie der sich mit dem ersten Kontakt aufdreht, das ist geisteskrank. Also der trifft mittlerweile nicht mehr, der hat früher immer die richtigen Entscheidungen getroffen, immer in freien Raum aufgedreht. Weißt du, was ich bei ihm so ein bisschen das Gefühl habe? Er ist vielleicht auch einfach, es gibt einfach auch Spieler, die sind für den Abstiegskampf generell auch einfach nicht gemacht. Die funktionieren super in Mannschaften, Ja. die halt auch einfach einen anderen Fußball spielen. Weil, weißt du, was ich richtig krass fand, und das ist ja sowieso so ein Hertha-Phänomen, die Spieler kommen an, du siehst direkt, die haben ein höheres Niveau als große Teile der Mannschaft und irgendwann passen sie sich dem Niveau an. Der Das hat ist auf so der traurig. Doppel-Sechs mit Lucas Toussaint, hat er faire Ballgewinne gehabt und genau das, was du gerade gesagt hast. Erster Kontakt ist dann häufig auch ins Dribbling gegangen und war nicht vom Ball zu trennen, ja, auf einer eigentlich relativ riskanten Position. Also unfassbar gut in diesem Bereich, auch an der Ballführung und so. Aber man hat wirklich das Gefühl, kann sein durch die Vorbelastung, kann aber auch einfach sein, dass manche Spieler für gewisse Arten nicht gemacht sind. Und ich glaube, Hertha hat sehr, sehr viele Spieler, die wurden ja auch für andere Sachen gekauft, ne? Also auch ein. Also etliche Spieler, die wurden gar nicht für den Abstiegskampf gekauft. Und ich Ja, das glaube ist ja nicht, auch. und ich glaube, es gibt Spieler, die passen auch nicht in den Abstiegskampf. Und davon Ja, hatten da. wir dann zu viele. Jovetic, Serdar, Luke Bakio, das sind alles keine Abstiegskampfspieler. Das ist einfach so. Ich will übrigens ganz kurz eine Frage beantworten, bevor ich es vergesse. Ich wollte gerade nach den besten Seiten Ja, für. wollte ich. Ah, von Mobiline wollte ich, habe ich mir auch aufgeschrieben. Benutzt du? Ich benutze immer nur so eine kostenlosen Seiten. Was benutzt du denn?
Also ich kann euch empfehlen, FB Rev, kennt ihr Ja, mit die Sicherheit kenne alle. ich. Ja. FB Rev, welche richtig gut ist, kennst du TheAnalyst.com? Nee, ich habe sonst immer noch dieses Understat oder so. Kennst du das? Understat ist gut, ja. TheAnalyst, müsst mal eingeben, TheAnalyst.com. Das ist wirklich echt Okay. eine gute Seite. Da siehst du, kannst dann hier auf Football, das ist auch von Opta, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist so, ja genau, das ist eine Opta-Seite und da gehst du dann noch Bundesliga drauf und die zeigen dir dann da wirklich echt ziemlich detailliert die Sachen an, für Teams, für Spieler. Aber ich muss auch dazu sagen, gebt bitte nicht so viel auf Statistiken. Ich arbeite als Analytiker und Statistiken sind wirklich nicht alles. Ja, klar, weil du dir mit jeder, du kannst jeden Spieler mit Statistiken schlecht oder gut machen, auch am Ende, ne? Je nachdem, wie du das einsetzt. Es ist Das wirklich so. Entscheidende ist der Eye-Test tatsächlich, ne? Also es ist wirklich Ja. so. Das ist das Allerentscheidendste, was es gibt am Ende. Und ich kann auch jedem raten, der irgendwie vielleicht auch in diese Analyse-Schiene gehen möchte, lest gar nicht so viel, sondern guckt einfach mehr Fußball. Guckt einfach wirklich. Guckt mehr Fußball. Das ist Unterschiedlichste Ligen auch und so, ne? alles, wirklich, zieht euch alles rein. Das hat mir am allermeisten geholfen. Dass ich mir viel Fußball angeguckt habe. Hier fragt ja auch einer, war das schon Thema, wie man, wahrscheinlich, wie man Analytiker wird? Soll ich es einmal kurz erklären? Ja, mach Nein, mal. also es gibt da kein Studium oder Erfolgsrezept für, ne? Das ist am Ende auch immer ein bisschen Glück. Ich kann euch nur so ein bisschen meinen Werdegang beschreiben, weil es ist halt wichtig, dass man viel erstmal liest. Also das ist die Grundlage von allem, dass man sich in verschiedene Systeme reinliest. Ich finde es aber auch immer super wichtig, dass man versucht, sich vorzustellen, für welche Art von Fußball man selber stehen würde. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt, sich selber zu fragen, welchen Fußball finde ich eigentlich interessant, um sich dann eben auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und das, was mir am allermeisten geholfen hat, ist, dass man Dinge visualisiert. Das ist das Schwerste, aber das Wichtigste, dass du Dinge auf dem Platz visualisieren kannst, weil es geht halt oft darum, dass du Spieler vor deinem geistigen Auge verschiebst und es bringt dir nichts, wenn du 500.000 Bücher gelesen hast und wenn du jedes Spielsystem in- und auswendig kennst, wenn du es auf dem Platz nicht siehst, wenn du es nicht verstehst. Und ihr werdet ganz, ganz schnell feststellen, wenn ihr viel Fußball guckt und versucht, das Wissen anzuwenden, dann wird das Step by Step immer besser werden. Und ich denke, bei einer Sache wirst du mir definitiv zustimmen, dass es auch fernab von dieser Analyse-Bubble, wenn ihr in irgendwas in eurem Leben richtig gut seid, dann habt ihr heute so viele Plattformen, um den Leuten zu zeigen, dass ihr richtig gut seid. Und das ist auch immer ein bisschen mit beharrlich bleiben, geduldig bleiben, hat das viel zu tun. Aber glaubt es mir, irgendwann wird euch einer entdecken und wird sehen, dass ihr richtig gut seid. Aber bis dahin musst du halt ja einfach weitermachen, viel Fußball gucken und dann bin ich der festen Überzeugung, dass sich Dinge fügen werden, weil irgendwer wird dich immer sehen. Es muss ja auf jeden Fall, es muss ja auch in dem Sinne liegen, dass es dir wirklich Spaß macht, das zu tun. Wenn du etwas machst, wo du so sagst, das ist wirklich das, was mir mit am meisten Spaß macht, dann heißt es nicht automatisch, dass du da drin gut bist, aber dann ist es einfacher, beharrlich zu sein. Beharrlich zu sein ist sehr, sehr schwierig, wenn du was machen musst, was du ja ganz okay findest oder nicht magst. Und bei dir war das ja auf jeden Fall auch der Fall. Was mich nochmal interessieren würde, hast du Literatur richtig oder hast du dich im Internet weitergebildet? Was hast du hauptsächlich gemacht zum Lesen? Alles, ich habe alles gelesen. Ich habe Biografien gelesen, ich habe Artikel im Internet gelesen. Ich habe irgendwann mal angefangen, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, Spielverlagerung von Nee. Tobi Escher, die Seite. Und da habe ich mit angefangen und halt immer, ich habe viele englische Artikel gelesen. Ich bin halt auch so ein richtiger Freak, was das angeht. Ich glaube, das musst du dafür auch sein. Ich gucke Fußball auf drei Bildschirmen. Ich bin wirklich komplett krank da, was das angeht. Also man muss halt auch ein bisschen dafür brennen. Und Hast du mal ich für habe die ja viel. Literatur, ich lese ja auch gerne Bücher oder vielleicht der ein oder andere auch, hast du mal für Literatur
oder Biografien, was, wo du so sagst, das war wirklich was, ist, am Ende ist es ein Sammelsurium aus allem immer, wenn man viel liest, aber hast du so ein paar Sachen, wo du sagst, das hat mich voll geprägt? Also mich hat richtig krass geprägt tatsächlich erstens die Biografie von Johann Cruyff, die ist super. Also Johann Cruyff ist ja der, der Denker unserer jetzigen, oder der Denker unseres jetzigen Fußballs, so sage ich mal. Also alles, was heute passiert, kommt ja aus seiner Feder. Was ich euch empfehlen kann, ist das Buch von Roger Schmidt. Das ist wie ein Trainertagebuch, super interessant, weil er über seine Zeit in China erzählt und wie er da die Dinge angegangen ist. Und ich kann, wenn die Leute da Bock drauf haben, ich wollte das sowieso mal machen, ich kann mal einfach so eine Liste mit Artikeln zusammenstellen. Die schicke ich dir. Dann oder kannst du die unter das YouTube-Video. Oder ich poste sie mal. Ich mach mal deinen Link hier rein bei Twitter. Ihr habt ja bestimmt alle Twitter. habe ich auch schon ein paar Mal reingepostet, dass ihr ihm mal folgen könnt. Das wäre sehr interessant. Kannst du mir gerne auch schicken, kann ich auch unter das Video machen. Ja, weil ich merke halt, das ist halt ganz witzig. Ich merke halt, dass das Interesse, den Fußball tiefergehender zu verstehen, immer größer wird, was ich cool finde. Ich finde es super cool, dass sich Leute damit auseinandersetzen wollen. Aber ich muss doch mal das sagen, was ich auch vor dem Stream zu dir gesagt habe. Ich finde es auch super wichtig, dass es nicht nur so Korinthenkacker wie mich gibt. Also wirklich, das finde ich super wichtig, dass nicht jeder sich vor den Fernseher sitzt mit 5 Bildschirmen. Und ich bin halt auch so, ich kann nicht pennen, bevor ich ein Spiel nicht analysiert habe. Es ist wichtig, dass nicht jeder so ein Freak ist wie ich. Und ich finde es super cool, dass Leute ins Stadion gehen, weil sie den Sport lieben, weil denen das scheißegal ist, ob die jetzt im 4-4-2 oder sonst was spielen, sondern weil sie wegen der Stimmung ins Stadion gehen. Und bitte behaltet das bei. Ich kann euch eine Sache sagen, wenn ihr nicht 110% Bock habt auf dieses Analyse-Ding, dann verbrennt ihr euch daran, weil ihr mit der Zeit ein bisschen die Emotion zum Sport verliert tatsächlich. Wenn du dich super doll reindenkst und super extrem in der Materie drin bist, wirst du von den Emotionen immer ein Stück weit zurückgehen. Und wenn ihr nicht 110% dafür brennt, dann lest, also klar, ihr sollt das machen, bildet euch vor, super wichtig, aber verbrennt euch da nicht. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob das ein Stück weit dann für dich verloren gegangen ist, die Emotion. Und was ich dich auch mal fragen wollte, ist es für dich leichter oder schwieriger, im Stadion ein Spiel zu analysieren oder am Fernseher? Nochmal, so, ich habe gerade den Chat gelesen. Ist es für dich leichter oder schwieriger, im Stadion ein Spiel zu analysieren? Kommt natürlich auch auf den Sitzplatz an, ist klar. Ich sitze immer oben auf der Pressetribüne tatsächlich, also weil da hast du ja die beste Sicht. Ganz kurz, ja, eine Härteanalyse mache ich auch noch gerne für euch tatsächlich. Also weil gerade gesagt wurde, wenn ich Geld bekomme, mache ich eine Härteanalyse, mache ich auch kostenlos, keine Sorge. Ich hab Spaß an sowas. Tatsächlich analysiere ich am liebsten, also wenn ich es wirklich detailliert mache, da bin ich ehrlich, analysiere ich am liebsten von zu Hause, weil ich kann halt über die DFL auf verschiedene Kameraperspektiven zugreifen, zum Beispiel. Also ich kann zwar auch im Stadion analysieren und umstellen und man gibt dann ja auch durch immer nach unten, aber es ist halt einfacher, wenn du es zu Hause auf verschiedenen Bildschirmen hast. Und eine Sache darf man nicht vergessen, ich bin ja auch irgendwo Fußballfan in meinem Herzen und wenn ich dann in einem Stadion sitze, das mit 60.000 Leuten voll ist, dann erwische ich mich alle 5 Minuten dabei, wie ich nach links gucke, 3 Minuten von dem Spiel nichts mitbekomme und denke, boah, ich hätte echt mal wieder Bock, unten auch in der Kurve zu stehen, weil wie gesagt, ich komme eigentlich auch aus der Kurve. Weißt du, was bei mir voll krass, das ist natürlich klar, weil du diesen analytischen Ansatz hast. Ich bin bei dem Content, den ich mache, eigentlich umso mehr ich mich damit beschäftige, umso tiefer drin. Das ist manchmal sogar auch nicht gesund, weil es sich dann noch mehr belastet als früher, weil du kannst gar nicht mehr ausschalten. Früher war es bei mir manchmal so, dass ich dann einfach, wenn es jetzt wirklich schlecht lief, dann habe ich das einfach versucht, irgendwie auszublenden und mich nicht so viel damit zu beschäftigen. Aber das geht jetzt gar nicht mehr. Bei mir ist es immer
immer mehr Emotionen sogar. Aber ich habe zum Beispiel, ich mache ja, das ist natürlich nur aus Fansicht, da würde ich auch niemals sagen, dass ich da irgendwas gebracht habe. Ich mache immer so ein Video, meine Spielanalyse nach dem Spiel, wie ich das empfunden habe und was ich so, wenn ich Kicker wäre, für Noten geben würde. Und ich muss auf jeden Fall sagen, im Stadion, kommt natürlich auch auf die Sicht an, fällt mir das extrem schwer, wenn du keine Wiederholung hast, wenn du nicht so nah dran bist, dann wirklich aus der Situation heraus zu sagen, für meine Begriffe, mit meiner Laiensicht, wer hat da jetzt für den Fehler gemacht bei dem Gegentor oder wer war für das Tor der Entscheidende? Mhm. Das fällt mir voll schwer und dann kommen die Emotionen, noch mehr dazu. Das ist schon schwer für mich, wenn ich jetzt hier streame, aber wenn ich streame, sitze ich hier alleine. Da kann ich auch mal den Chat kurz ausblenden, aber im Stadion ist es für mich fast unmöglich. Ne? Und da habe ich dann auch total oft, dass ich voll daneben liege. Das merke ich dann selber und revidiere dann meine Meinung am nächsten Tag auch nochmal. Ich muss ganz kurz auf eine Sache noch eingehen, weil ich ganz häufig gefragt werde, welcher Verein. Ja. Ich will euch eine Sache erklären oder dem Chat eine Sache erklären. Ich halte das immer privat tatsächlich. Ich mache das für ein Trainerteam in der Bundesliga. Das liegt aber eher daran, weil ich, also ich bin eigentlich kein Mann für die erste Reihe und ich bin im Social Media ziemlich dolle der Prellbock für viele Leute. Das kommt dann halt eben mit dazu, wenn du ein bisschen mehr Reichweite hast. Aber ich wüsste halt, wenn ich jetzt sofort sagen würde, ich mache das für Verein XY, du wirst halt immer dafür dann auch verantwortlich gemacht. Und also es hört sich krass an, aber ich kriege ungefähr einmal im Monat eine Morddrohung von irgendwem per DM oder irgendwelche Drohungen, wenn du in mein Stadion kommst, überlebst du das nicht oder was weiß ich. Ich weiß, dass das halt auch aus den Emotionen heraus passiert, aber ich habe keine Lust, der Prellbock für die Leute zu sein. Und deswegen seht's mir nach. Du, machst du nicht viel falsch. Machst du nicht viel falsch? Ich kann da ein Lied von singen. Also Morddrohungen hatte ich ein Glück noch nicht, aber das ist natürlich auch bei mir so. Und teilweise ist das noch, also schlimm ist es für mich eigentlich sehr selten, wenn das jemand macht, der kein Hertha-Fan ist, dann sage ich, ja gut. Es sitzt dann manchmal frusttief oder kann man nicht leiden, ist alles okay. Aber wenn das manchmal von Leuten kommt, die sagen, ich bin auch Hertha-Fan, dann trifft mich das auch total ab und an. Ne? Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist echt krass. Es geht halt auch, ich versuche jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, weil es geht mir per se ganz gar nicht so um mich. Weil ich kann das ganz gut dann abschirmen, ne, und sagen, okay, ey, das geht dann vielleicht ein Stück zu weit, aber ich halte das von mir weg. Aber es gibt halt auch Leute, die vielleicht nicht so ein dickes Fell haben wie deine oder meine Wenigkeit, die trifft das volles Brett. Und ich versuche halt, da eben ein bisschen oder ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist und mich davor einfach ein bisschen zu schützen. Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen, dann bin ich auch durch mit meinem ganzen Gerede über mich selber. Soll ja keine Benny-Bohr-Show hier werden. Nee, das wollten wir ja heute eigentlich gerne machen. Das ist ja total interessant. Also, ich war immer Schalke-Fan, aber das ist eben jetzt auch genau das Thema, was wir gerade eben hatten. Seitdem ich Fußball super analytisch gucke, sind meine Emotionen dahingehend, auch seitdem ich beruflich da unterwegs bin, einfach ein bisschen weggegangen tatsächlich. Also man hat sich emotional von dem Verein ein bisschen distanziert und man sieht den Fußball, das ist ein ganz beschissener Nebeneffekt, wenn man sich mit dem Fußball in sich so detailliert befasst, dass man einfach von seinem Verein und von den Emotionen, die man hatte, einfach ein bisschen abkehrt und wegkommt. Und das ist eigentlich total schade, der Effekt, ne? Voll. Also ich würde mir auch wünschen, dass ich zum Beispiel, kann jetzt ein ganz simples Beispiel sagen, ich wollte mich am Wochenende hinsetzen und habe gesagt, ich möchte das Champions-League-Finale genießen und einfach für mich gucken. Ich schwör's dir, ich saß nach 3 Minuten da und habe gedacht, ey, warum spielen die jetzt so und so? Warum verschiebt der da und dahin? Und mein Kopf war schon wieder voll mit irgendwelchen Sachen. Und ist halt auch nicht so geil, aber es ist halt auch irgendwo ein Job, ne? Deswegen kommt man nie so ganz davon weg. Und ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, obwohl meine ganze Lebensgeschichte auch viel auf Glück und trifft die richtigen Leute und arbeite hart dafür beruht. Aber genießt den Fußball, solange ihr das könnt. Das ist wirklich so tatsächlich, weil ich meine, du bist ja bei der Hertha auch ein bisschen tiefer drin und bekommst auch viele Sachen mit, die vielleicht Fans nicht so mitbekommen. Du bist ja auch super vernetzt. Und
Da denkst du dir manchmal, ey, was geht denn jetzt ab? Also, wie kann ich davon Fan sein, tatsächlich? Also, der ist ja wirklich so, dass man sich das manchmal denkt. Ich denke mir dann ganz oft, und das habe ich auch schon so, also da könnte man teilweise noch mehr Kontakte haben, die will man gar nicht haben manchmal. Also Ja, habe ich das so ist für mich, so. weil ich will mein Fan-Dasein haben und ich hatte auch mal eine Phase, wo ich, da habe ich das noch gar nicht gemacht. Das war, als ich dann so angefangen habe zu arbeiten, so viel mitbekommen. Einfach, Berlin ist zwar eine riesige Stadt, aber ich habe so viel mitbekommen, was Spieler auch für Scheiße und so gemacht haben. Das ist krass, Und ja. das hat mich so, es hat mich so ab, oder wie die drauf sind vom Mindset, und es hat mich so abgefuckt dann, dass ich Ja. manchmal so dachte, ich will das gar nicht wissen. Ja, das ist richtig krass. Darf man fragen, ob du bei den Bundesligisten arbeitest? Ja, arbeite ich. Also, kurzer Unterschied, nicht für, ich arbeite für einen Trainer, also ich mache Analysen für ein Trainerteam Das von einem wäre auch noch Bundesligisten. mal interessant, wenn du das sagen möchtest. Also dein Hauptberuf ist wirklich, dass du da für jemanden arbeitest, oder hast du Ja, irgendwie noch, also, genau. Nee, nee, ich aber bist mache du nur das. selbstständig dann im Endeffekt oder bist du angestellt? Das ist eine Anstellung, aber halt, ich mache das für das Trainerteam. Ich kriege das Geld aber vom Verein, aber der Kontakt ist halt über das Trainerteam entstanden und ich mache das für die bei den Spielen. Ja, aber das ist halt alles, man kann das nicht so richtig mit einem normalen, das klingt total scheiße, mit einem normalen Arbeitgeber vergleichen. Da ist das halt alles vom Vertragswesen ein bisschen anders. Du bist ja da nicht unendlich lange angestellt, ne? Ja. Sondern ja, das ist alles ein bisschen anders und hat alles nicht nur Vorteile. Also glaubt mir, der Fußball in sich ist nicht so cool, wie viele denken. Wirklich, es ist nicht, wenn du da was mitbekommst, was hinter den Kulissen passiert, da denkst du dir manchmal, ey, ach du Scheiße, was ist, du kannst ein Lied von singen, das ist so krank. Und du verlierst halt, wie gesagt, ein bisschen die Emotionen. Kannst du das noch einschätzen? Wie viel Fußball guckst du so in der Woche? Kannst du das noch einschätzen? Kannst du das noch beziffern? An Stunden. Ja, Ich oder gucke spielen? amt. Boah, schwer. Was machst du denn an einem Samstag? Oder an Fußball einem gucke den ganzen Tag. Sonntag? Den ganzen Den Tag ganzen bis in Tag die Fußball. Nacht? Ganz, International, ja, zweite, dritte. alles. Ich gucke alles. Ich fange morgens an und ich gucke dann bis abends Fußball und analysiere Spiele bis in die Nacht. Ich wurde gerade gefragt, was ist der Unterschied zwischen bei einem Verein für ein Trainerteam? Wenn ich gehe mit einem Trainerteam mit, also ich bleibe nicht beim Verein. Als Beispiel, wenn der Trainer geht, gehe ich auch. Und wenn ich einen Vertrag beim Verein hätte, dann hätte ich der Meider wahrscheinlich unbefristet. Und ich würde dann da vielleicht als Videoanalyst U23, dann vielleicht mal U18 machen, U19 und dann bist du halt bei einem Trainerteam. Gehst dann immer mit quasi. Also das ist so der grobe Unterschied. Zu deiner Frage zurück, ja, ich guck den ganzen Tag Fußball. Ich mache Das nichts ist anderes tatsächlich. crazy. Aber Ja, aber. wie ist so die Arbeitsweise? Du guckst dann, jetzt sag ich mal, so ein Spiel. Das sind ja manchmal vielleicht auch aufgezeichnete Spiele oder so. Ist das so? Oder immer nur live? Sowohl als auch tatsächlich. Und dann hast du da Ich. deinen Blog daneben oder was machst du dann? Wie kann ich das erklären? Also ich gucke Fußball über den Fernseher, über den Laptop und übers iPad auf verschiedenen Perspektiven. Ich gucke mir dann ein Spiel an, was ich interessant finde. Und dann kann ich zum Beispiel bei einem Bundesligaspiel, kann ich über eine Website auf x verschiedene Kameraperspektiven zugreifen. Und dann sitze ich dann da und habe auf meinem Laptop nebenbei ein Programm offen, wo das Spiel läuft, wo ich live alles direkt bearbeiten kann. Also ich kann live die Analyse machen zu dem Spiel. Ja, bin dann halt da voll drin. Und dann gucke ich mich einfach, um mich selber fortzubilden tatsächlich, weil das ist super wichtig, dass du nicht stehen bleibst in der Analyse, weil der Fußball entwickelt sich ja immer wieder weiter. Versuche ich halt, mich da in andere Systeme, andere Ligen etc. reinzudenken. Was macht zum Beispiel, ich gucke zum Beispiel gerne Abstiegskampf in Spanien, weil der ist grundsätzlich. Ja, also das ist halt das, was ich sage. Ich bin da wirklich ein bisschen crazy, weil Abstiegskampf in Spanien ist halt viel mit Ballbesitz, ne? Also die sind ja wenig über dieses körperliche Robuste. Ich versuche dann halt da was für mich mitzunehmen. Was könntest du besser machen? Vielleicht auch auf den deutschen Fußball, auf dein Team adaptieren und, und.
Ja, das ist halt so mein Wochenende. Aber keine Sorge, ich kann auch mal abschalten. Also unter der Woche, ich Sommerpause. kann auch, wenn Sommerpause ist, wenn, keine Ahnung, ich gehe auch mal abends weg und ich habe auch mal Zeit für mich. Aber wenn ich halt eine Analyse mache, dann ganz oder gar nicht. Hast du guckst, also du hast ja, wie du gesagt hast, DFL-Seiten. Jetzt hat war ein paar Mal die Frage, kannst du auch so U-Mannschaften gucken? Hast du auf sowas Zugriff? Auch alles. Ja, Aber ich das ist dann kann. alles ein Tool, was dir zur Verfügung gestellt wird. Da kann er jetzt nicht jeder Normalo sich das irgendwo holen, oder? Nee, das kann man sich tatsächlich als. Also, das sind Rechte, die Vereine haben, die sind ziemlich teuer. Und es gibt, da gibt es X, da gibt es dann so in dem Tool, kannst du dich dann mit anderen Analysten verbinden und ihr könnt eure Ideen austauschen. Und das ist extra so dafür gemacht quasi. Da kannst du dann auf Okay. die Bildrechte zugreifen. Wenn ihr, ich kann euch eine Sache mal empfehlen, wenn ihr mit sowas mal arbeiten wollt. 11 Ones heißt das. Das ist ein Analyseprogramm. Da gibt es zum Beispiel eine 14-tägige Testversion. Da kann man mal so reinschnuppern, wie funktioniert so ein Analyseprogramm. Da kannst du, würde ich euch empfehlen, ladet da mal, downloadet euch Highlights von einem Bundesligaspiel. So ein 7, 8 Minuten Highlight. Ladet das da hoch und analysiert das einfach mal für einen Verein und guckt, wie ihr damit zurechtkommt. Probiert mal, wenn ihr viel Kohle habt, probiert Y-Scout aus, kostet 250 Euro im Jahr. Da könnt ihr, gibt es ein paar Tricks und Kniffe, wie ihr auf alle Spiele zugreifen könnt. Y-Scout. Y-Scout, ja, also Wyscout. Das ist, kann ich euch empfehlen, da kriegt ihr alle Statistiken und kleiner Tipp, wenn ihr das Spiel in eine Playlist packt, dann seid ihr nicht limitiert mit den Minuten, Ganz so viele, die herzlich, Y-Scout haben. dein Michael E. Punkt. Könnt mich aber auch gerne privat fragen, wenn ihr euch das, wenn ihr das habt, dann beantworte ich euch das nochmal detailliert. Aber ansonsten, ich, wie gesagt, das sind so die Tools, die ich benutze. Und wenn ihr es mal probieren wollt, probiert 11 Ones aus. Also einfach 11 und dann Ones. Ey, weißt du, was voll geil wäre, wenn du eigentlich streamen würdest? Ja, also ja. Watch-alongs und sowas, Alter, das wäre, aber man kann sich vielleicht gar nicht mehr so richtig konzentrieren dann, aber das wäre mega Ganz interessant. Muss herzlich, den Chat halt nein, ausblenden. Michael, Muss bitte. einfach die ganze Zeit nur reden. Ich schreibe mal ganz kurz hier in den Chat rein. Warte mal. Ja. 11 Ones schreibe ich da mal rein. Zack. Zack. So ist drin. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts falsch gemacht. Du kannst mir das auch gerne alles schicken, wenn du magst. Wenn du dir die Mühe machen magst, dann Ja, auf verlinke ich jeden das unter Fall dem gerne. YouTube-Video. Super, super gerne. Ja, und wie gesagt, probiert es aus. Ich glaube, dass. Eine Sache ist auch nochmal wichtig, Fußball ist für alle da, ne? Und es gibt kein richtig oder falsch. Das ist mir auch super wichtig zu sagen. Ich mache in meiner Arbeit, mache ich auch nicht alles richtig. Und ich mache auch viel so, wie ich das denke. Und Fußball ist wirklich für alle da. Es kann sein, dass einer von euch hier der nächste Superanalyst ist und den Fußball nochmal komplett anders denkt. Aber ihr müsst es ausprobieren. Deswegen sage ich auch, kommt ins Machen und tut was. Guckt Fußball, analysiert Fußball. Dann kommt das wirklich von selber. Ich habe so angefangen, tatsächlich. Es ist halt auch witzig. Ich wollte, kein Witz, ich wollte eigentlich nie so groß auf Twitter werden. Das war, ich hatte, da wollte das nie. Und so war das bei mir auch. Zum Beispiel auch die Ed-Broski-Einladung. Das ist dann irgendwann gekommen, weil er meinen Tweet von mir gesehen hat und gedacht hat, boah, der hat vielleicht Ja. Ahnung und würde die Show bereichern. Ich finde, der größte Fehler, den Hertha jemals gemacht hat, ist, dass sie damals nicht Ralf Rangnick geholt haben. Jetzt stehst du halt natürlich vorm Trümmerhaufen, aber ich finde halt super wichtig, auch als Hertha-Fan, habe ich dir auch gesagt, dass man darf es jetzt nur nicht zu schwarz sehen alles. Also es ist jetzt nicht alles scheiße.